ganz herzlichen Dank für die wunderschöne Einleitung. Also manchmal, wenn man so eine schöne Einleitung hört, es ist nicht nur ein Witz, dann denkt man, eigentlich soll man nicht mehr reden, man kann nur noch enttäuschen. Ja? Aber das ist natürlich eine positive Verschwörung. Ja, ich bin zum zweiten Mal in wenigen Monaten in diesem Jahr in Mainz und wollte sagen, dass ich mich freue darüber. Ich bin sehr gerne in Mainz und nicht nur, weil Mainz in den letzten 10 Jahren dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund gut gespielt hat. Impulse kommen sozusagen aus Mainz, wenn auch verschiedenen Stils. Also das hat meine Verbindung zu Mainz noch gesteigert. Ich freue mich aber auch und danke Ihnen für das Vertrauen, in diesem Jahr die Georg Forster Lecture zu halten. Ich muss zugeben, dass ich, bevor ich begann, dieses Vortrag vorzubereiten, nicht wusste, wer Georg Forster war. Und dann war es schwierig, der Versuchung zu widerstehen, immer mehr über Georg Forster wissen zu wollen. Also jemand, der in der Nähe von Danzig geboren war und im 18. Jahrhundert Polynesien bereist hat, im 18. Jahrhundert Polynesien beschrieben hat, eigentlich für diese Region des Planeten das war, was Alexander von Humboldt für Südamerika war, von wo ich heute Morgen gekommen bin. Und auf der anderen Seite jemand, der dann in Mainz eine zentrale Figur für diese Mainzer Republik war. Nicht? Das ist eine Offenheit der Welt gegenüber, eine Weltoffenheit im doppelten Sinn, die exemplarisch und paradigmatisch ist. Es ist eine Weltoffenheit im Raum. Polynesien bereisen, Polynesien beschreiben, sich Polynesien, wenn man das so sagen kann, aneignen, aber eben auch diese Offenheit der Zukunft gegenüber in einer Zeit, wo man zum ersten Mal glaubte, die Zukunft gestalten zu können. Und da gibt es tatsächlich, das ist Zufall, aber es ist vielleicht ein schöner Zufall, eine Affinität zu meinem Anliegen, wenn man das so nennen kann, für diesen Vortrag. Ich möchte mit Ihnen, denn ich hoffe, dass Sie mich begleiten, intellektuell mit Ihnen, einen Begriff des Spiels entwickeln, der auf Weltoffenheit angelegt ist. Das wäre die Affinität. Und insofern ist es emblematisch und schön, dass das eine Georg Forster Lecture ist. Das ist eine schwierige Aufgabe ohnehin, philosophisch gesehen, begrifflich gesehen, aber es ist eine sehr schwierige Aufgabe in einem anderen institutionellen Sinn auch, denn wie ja schon angedeutet wurde und wie Sie hier sehen können, ist das nicht nur eine Georg Forster Lecture, was schwierig genug wäre und Verpflichtung genug wäre, sondern eine Lecture, die stattfindet im Rahmen und gleichzeitig mit einem Kolloquium unter dem, finde ich, sehr schönen Titel Spiele spielen, dessen Programm hervorragend ist. Ich habe heute Morgen im Flugzeug nochmal dieses Programm gelesen und dachte, was kannst du eigentlich noch hinzufügen? Das hat eine Differenziertheit, dann hast du gleich eine Komplementarität, die wirklich eindrucksvoll ist und die es schmerzhaft für mich macht, dass ich nicht ganz, aber fast die Rolle spiele, die ich im akademischen Bereich am meisten hasse heute, nämlich die Rolle dessen, der bei einem Kolloquium nur zu seinem eigenen Vortrag kommt. Ja, das ist eigentlich schrecklich. Aber ich komme morgen früh zumindest zu dem Kolloquium, aber entschuldige mich für diesen Zustand, der damit zu tun hat, dass ich diese Einladung bekam, als ich schon andere Verpflichtungen eingegangen war, mich denen eben auch verpflichtet fühlte. Aber morgen früh zumindest werde ich beim Kolloquium sein, freue mich sehr darauf und hoffe, so sprechen zu können, dass das, was ich beizutragen habe, vielleicht ein Impuls ist, vielleicht eine Provokation ist. Ich glaube nicht, dass es mir gelingen kann, sagen, zu der Differenzierung beizutragen. Die ist viel höher als mein Vortrag. Das ist ein Vortrag auf einer gewissen Abstraktionsebene. Das bedeutet nicht abstrakt, dass man dem nicht folgen kann. Der versucht in diesem Thema Spiel, und ich werde ein bisschen zu der Forschungslage etwas sagen, Energie zu erzeugen, Diskussion zu provozieren. Es war interessant für mich, seit ich beschlossen habe, also unter dieser Frage einen Vortrag zu halten, können Tiere spielen, dass immer wenn ich die Frage ausprobiert habe, wenn ich als Kollegen sage, das ist ein Thema, was halten Sie davon, Studenten gesagt habe, es ist eine Frage offenbar, die ganz starke Antworten provoziert. Also Leute sagen, aber es ist doch gar keine Frage, Tiere können spielen, oder Leute sagen, ist doch gar keine Frage, Tiere können nicht spielen. Ja? Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf will ich Ihnen sagen, dass natürlich
die Antwort auf die Frage, können Tiere spielen, nicht die Antwort meines Vortrags sein. Vielmehr möchte ich diese Frage benutzen, um aus der Diskussionslage, die sehr etabliert und sehr reich ist über das Spiel, sozusagen vielleicht in eine andere Dimension zu kommen. Und ich meine andere Dimension nicht in dem Sinn, dass es eine höhere, eine bessere Dimension sein wird, sondern ich werde diese Frage, können Tiere spielen, benutzen, um vielleicht eine andere Dimension zu eröffnen. Eine andere Dimension, die bisher in diesen Diskussionen noch nicht berücksichtigt worden ist und die vielleicht, das ist meine Hoffnung, spezifisch mit der Kultur der Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts zu tun hat. Was nun diese Forschungslage angeht, ich weiß nicht, ob die Spezialisten mit mir einverstanden sind, so war ich beeindruckt von der erstaunlichen Konvergenz in den philosophischen, kulturwissenschaftlichen und individuell wissenschaftlichen Beschreibungen des Phänomens, zumindest seit der Zeit dieses ganz großen Buchs Homo Ludens von Johann Heusinger. Es gibt eine reiche, komplementäre, von Konsens getragene Forschungslage, und das ist ein Konsens, den man nur schätzen kann. Und auf der anderen Seite, was das Phänomen angeht, gibt es eine erstaunliche metahistorische Kontinuität. Ich glaube, es gibt keine menschliche Gesellschaft, historisch gesehen, aber auch in der Vielfalt der Kulturen gesehen, von der man annehmen könnte, dass sie nicht das Spiel gekannt hätte. Ob es einen Begriff des Spiels gegeben hat, ist eine andere Frage, aber wir können Phänomene überall entdecken, die wir Spiel nennen. Und wenn man sich historisch auf das Spiel konzentriert, so sieht man, dass eigentlich die Veränderungen nur Veränderungen von Nuancen sind. Ich weiß nicht, das ist eine erste These. Es kommt mir vor wie eine Geschichte, die keine scharfen Übergänge hat. Also bis dahin war Spiel das und plötzlich die eine tiefe Veränderung in der europäischen Geschichte im Hinblick auf Spiel, an weiten Begriff des Spiels, ist im 18. Jahrhundert, wo das entdeckt wird, was man heute noch Glücksspiel nennt. Nicht? Das ist etwas, was es sozusagen als Industrie, wie man in Amerika sagen würde, Lottery Industry zum Beispiel, erst in der westlichen Kultur seit dem 18. Jahrhundert gegeben hat. Übrigens, das weiß man selber, das ist ganz interessant, mit großen, prominenten Protagonisten. Also Voltaire war einer der reichsten Europäer des 18. Jahrhunderts, weil er Lotterieunternehmer war. Ja? Das war einer der Gründe, warum Voltaire in Preußen sein wollte, weil er in Preußen sehr viel Lotteriegeschäft gemacht hat. Und das war einer der Gründe, warum Friedrich II. Lange gezögert hat, Voltaire von Berlin nicht zu vertreiben, aber gehen zu lassen, weil das ökonomische Konsequenzen haben sollte. Es gab ein anderes, sehr prominentes Opfer des Glücksspiels im 18. Jahrhundert, das war Lessing. Die meisten Germanisten mögen das nicht gerne, weil das irgendwie nicht passt, dass der Autor von Nathan der Weise ein notorischer Glücksspieler war, der aber beim Glücksspiel immer verlor. Aber das war vor allem für die letzten sehr deprimierenden Lebensjahre von Lessing zentral. Und Diderot, über den ich gerade ein Buch schreibe zum Beispiel, war auch ein Glücksspieler im 18. Jahr. Was die Frage angeht, die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion von Spielen, so gibt es auch einen Konsensus, aber der Konsensus ist nicht sehr gut umschrieben. Man sagt normalerweise, und das ist eine Formulierung, die ich versuche etwas prägnanter zu machen, etwas weiterzuentwickeln, dass einem Spiele helfen, ein komplexeres, ein reicheres Leben zu führen. Ja, also wer spielt, entdeckt Seiten der menschlichen Existenz, die er ohne das Spiel nicht entdecken könnte. Ein volleres Leben kann man als Spieler haben. So, wie möchte ich jetzt aus diesem Konsensus eine Provokation herausholen? Der Vortrag wird zwei Teile haben. Ich möchte im ersten Teil auf die Beschreibung des Phänomens eingehen und das ist eine gewisse Schwierigkeit, denn ich spreche natürlich hier für die Teilnehmer des Kolloquiums, das sind alle Spezialisten, aber nicht nur für die Teilnehmer des Kolloquiums. Also der erste Teil ist vor allem für die, die keine Forschungsspezialisten für Spiel sind. Ich möchte nicht nur das wiederholen, was alle wissen, aber doch einen komplexen Begriff des Spiels entwickeln, der zunächst aus diesem Konsens, aus dieser reichen Forschungslage hervorgeht und weil ich an der Theorie-Fetischist bin, will ich ankündigen, sechs Aspekte wird dieser erste Teil haben.
Im zweiten Teil möchte ich dann versuchen, in vier Schritten einen anderen Begriff des Spiels zu entwickeln. Keinen Begriff, der gegen den gängigen Begriff gerichtet ist, sondern einen Begriff, der vielleicht eine andere Dimension eröffnet. Und da möchte ich tatsächlich beginnen mit verhaltensforscherischen Beschreibungen dessen, was man das Spiel der Tiere nennt. Und mich dann fragen, warum Martin Heidegger in einem Text, der selten zitiert wird, ein Teil 150 Seiten in der Vorlesung Grundbegriffe der Metaphysik von 1929-1930, eine seiner ersten Freiburger Vorlesungen, beschäftigt sich mit der Beschreibung des tierischen Verhaltens. Wie ist tierisches Verhalten verschieden von menschlichem Verhalten? Und erstaunlicherweise kommt in dieser sehr intensiven, sehr detaillierten Beschreibung das, was viele von uns mit Tieren assoziieren, das Spiel der Tiere nicht vor. Und so möchte ich mir die Frage stellen, wie kommt es, dass Heidegger in dieser Ausführlichkeit gerade auf diesen Aspekt nicht eingeht? Und die Antwort auf diese Frage wird mich dazu bringen, das ist der dritte Teil des zweiten Teils, einen Vorschlag für einen anderen Begriff des Spiels zu machen, der eine gewisse Affinität mit dem Begriff der Zuhandenheit bei Heidegger hat. Und ich möchte mit der These abschließen, dass möglicherweise aus dieser Perspektive Spiel und Zuhandenheit eine besondere Affinität zwischen diesem Begriff des Spiels und unserer Kultur im frühen 21. Jahrhundert besteht. Das muss ja auch eine der Intuitionen derer gewesen sein, die das Programm für dieses Kolloquium geschrieben haben. Das ist der Moment, meine Damen und Herren, wo man sich fragt, wenn die Einleitung so lange dauert, wie lange dauert wohl der Vortrag? Also in der Hinsicht bin ich sehr deutsch geblieben, die Einleitungen sind bei mir besonders lang, haben Sie keine Angst. Und an der Stelle mache ich immer einen Witz, der eigentlich gar kein Witz ist, sondern die Wahrheit. Sie sehen, ich habe immer für Vorträge nur so ein paar Karteikarten mit Notizen. Ich orientiere mich nicht inhaltlich, aber in der Ausführlichkeit oder Nicht-Ausführlichkeit wesentlich an der Hermeneutik ihrer Gesichter. Und wenn die Hermeneutik ihre Gesichter so ist wie jetzt, freundlich, aber nicht passioniert, dann wird der Vortrag jetzt noch 43 Minuten dauern. Ich weiß nicht, 43 Minuten so ungefähr. Wenn Sie so freundlich lachen über alle meine Witzleien oder ich den Eindruck habe, dass Sie mit Leidenschaft folgen, dann wäre ich etwas gesprächig und es dauert länger. Wenn Sie mich so ansehen, wie meine Frau manchmal sagt, es sei charakteristisch für deutsche akademische Publikum, nämlich pampig, dann ist eine gute Beschreibung. Nicht für Sie, aber außer in Mainz. Dann wird es mir peinlich, der Vortrag wird kürzer, also Sie sehen, ob er lang oder kurz wird. Die Verantwortung liegt voll. Bei Ihnen noch ein letztes Wort und dann geht es wirklich los. Das ist für mich ein Experiment, deswegen habe ich auch diese Einladung angenommen. Ich habe mir noch nie systematisch Gedanken über das Spiel gemacht. Ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass mir diese Herausforderung, also viele Stunden leidenschaftlichen Nachdenkens gebracht haben, so dieser Parcours des Nachdenkens, wo man drei Wochen vor dem Vortrag denkt, man muss den Vortrag absagen, weil man wirklich zu keiner kohärenten These kommt. Ich hoffe, dass meine Nervosität, denn ich bin nervös, ob es mir gelingen wird, das für Sie zu entwickeln, die positive Art von Nervosität ist, die sozusagen einen Vortrag mit Präsenz inspirieren kann. Das ist meine Hoffnung. Und auf Englisch würde man jetzt sagen, please bear with me. Okay, also, ich beginne mit einer Beschreibung des Phänomens Spiel aus sechs Perspektiven, die zum Teil sich konzentriert auf den Konsens, von dem ich schon geredet habe, aber dann sozusagen vorbereitend gegen Ende auf eine andere Dimension zusteuert. Zunächst Spiel nennen wir manchmal, ohne es im Sinne einer Definition zu wissen, alltagssprachlich solche Interaktionen, deren Teilnehmer nur vage Motivationen haben oder sich ihrer Motivationen nicht bewusst sind. Und zwar im Gegensatz zur Ernsthaftigkeit des Alltags, wo wir sozusagen schon immer wissen, also man fragt, warum kaufen sich Instruktionen zur Ausfüllung ihrer Steuererklärung? Dafür gibt es eine scharfe, langweilige, aber präzise Motivation. Oder warum wollen sie studieren? Oder warum wollen sie das Abitur machen? Oder warum könnte man einen
der Kandidaten in Amerika zur Präsidentschaft fragen, warum wollten sie absolut nicht eingezogen werden in der Zeit des Vietnamkriegs. Darauf gibt es sozusagen konkrete Antworten, die Motivationen beschreiben. Bei Spielen sind die Antworten vage. Nicht? Also warum kauft man sich Literatur zum Beispiel, das ist nicht genau ein Spiel, aber ja, weil ich gerne Literatur lese. Warum spielt man Karten, weil das unterhaltsam ist? Das sind sehr undifferenzierte Antworten. Also man weiß eigentlich nicht genau, warum man Karten spielt. Man weiß eigentlich nicht so genau, warum man zu einem Fußballspiel geht oder Fußball spielt und so weiter und so weiter. Wir wissen aber auch aus der Hirnforschung, das ist interessant, dass jene Interaktionen, die wir Spielen nennen, einen positiven Stimulus auslösen. Also es gibt sozusagen vorreflexiv einen positiven Stimulus. Man könnte hier sagen, dass vorbewusst dieser positive Stimulus sozusagen anstelle einer prägnant beschreibbaren Motivation steht. Das gilt übrigens auch für professionelle Spieler. Also zum Beispiel für professionelle Pokerspieler oder für professionelle Sportler. Also man weiß, dass Lionel Messi mit jedem Tor, was er in der spanischen Meisterschaft schießt, über seinen Grundgehalt hinaus, und das Grundgehalt ist ja nicht schlecht, über seinen Grundgehalt hinaus 560 Millionen Euro, nicht Millionen, nur 560.000 Euro mehr macht pro Tor in der spanischen Liga. Ich denke aber, wenn Messi das bewusst wäre, wenn er sagen würde, ich schieße jetzt diesen Strafstoß besonders genau, dann habe ich nämlich 560.000 Euro mehr auf meinem Konto. Man weiß ja, dass die Familie Messi keine Steuern zahlt, aber das ist ohne Steuerabzug. Dann trifft er wahrscheinlich den Ball nicht oder zumindest das Tor nicht. Nicht? Das ist ganz eigenartig. Also, dass man auch in den Fällen sagen kann, wo Spiel ein Beruf ist, das innerhalb des Spiels, und dieser Begriff innerhalb des Spiels ist wichtig, die Motivation vage ist. Ja? Er möchte gut schießen oder er denkt vielleicht überhaupt nicht dran, sondern er schießt dran. Und wenn das nicht so ist, das wissen wir alle, dann gelingt das, was innerhalb des Spiels gelingen soll. Zweitens, also erste Beschreibungsperspektive, die vagen Motive des Spiels, das charakterisiert das Spiel und dadurch eben der Gegensatz zum Ernst, zur Ernsthaftigkeit unserer Interaktion, unserer Handlung im Alltag. Dadurch entsteht zweitens eine Distanz zum Alltag, eine institutionelle, eine soziale Distanz zum Alltag und diese Distanz zum Alltag artikuliert sich sehr oft. Sie artikuliert sich zum Beispiel mit einer räumlichen Konzentration des Spiels. Ja? Denken Sie an ein Schachbrett. Schach findet auf diesem Brett statt und außerhalb dieses Brettes findet das Spiel nicht mehr statt. Oder denken Sie an Spielregeln. Ne? Die Spielregeln gelten nur für diese Abgeschlossenheit des Spiels. Denken Sie an ein Fußballfeld, denken Sie an ein Stadion, denken Sie auch an die Zeitlichkeit. Nicht? Also die meisten Spiele haben bestimmte zeitliche Regeln. Nicht? American Football Spiele dauern 60 Minuten unter Abzug der Zeit zwischen den Spielzügen. Fußball dauert 90 Minuten und etwas Zeit, die hinzugegeben wird. In manchen Sportarten, ist interessant, kann man auf Deutsch schwer formulieren, time is counted down. Also man startet mit 60 Minuten im American Football und am Ende hat man nur noch 30 Sekunden übrig. Also immer eine sichtbare, räumliche und zeitliche Abgesetztheit von der Interaktion des Alltags. Das ist ein Phänomen, was mit einer etwas anderen Referenz der russische und ich sage bewusst nicht sowjetische Kulturhistoriker Michail Bakhtin die Insularität genannt hat. Nicht? Bakhtin spricht von der Insularität des Karnevals, aber es gibt ganz gewiss kein Spiel, was nicht auch durch diese Insularität charakterisiert ist und diese Insularität hat eine gewisse Affinität. Das ist nicht das Gleiche, es ist nicht synonym mit dem, was wir ästhetische Autonomie nennen. Nicht auch bei ästhetischen Interaktionen gibt es sozusagen eine sehr oft räumliche Abgesetztheit. Also wenn Sie zum Konzert gehen, seit der frühen Neuzeit, wie ich heute Morgen bei Friedemann gelesen habe, das wusste ich schon vorher, so viel weiß ich von Theatergeschichte, gibt es eben auch spezielle Gebäude, Theatergebäude. Und in diesen Gebäuden, so wie auf dem Schachbrett oder so wie auf dem Spielfeld, findet nur eine bestimmte Art von Interaktion statt. Behalten Sie vielleicht diese Affinität zwischen der Insularität des Spiels und der
ästhetischen Autonomie im Hinterkopf, die wird bei der weiteren Entwicklung meiner Idee noch eine gewisse Rolle spielen. Drittens, eben weil Spiele abgesetzt sind vom Ernst des Alltags, und der Ernst des Alltags bedeutet immer von den ernsthaften, prägnanten Motivationen unseres Verhaltens und Handelns im Alltag, brauchen sie Auslöser. Brauchen sie das, was man auf Englisch Triggers nennt, um in Bewegung zu kommen. Es gibt einen generellen Auslöser, das ist unser vages Wissen, dass es schön ist zu spielen, dass es Spaß macht zu spielen. Das ist sozusagen der minimale Auslöser. Ohne den würde man ein Spiel nicht beginnen, denn warum soll man diese eigenartigen Figuren auf einem Schachbrett bewegen, wenn man nicht denkt, das macht Spaß oder das ist interessant? Oder warum soll man Fiktion lesen, wenn man nicht denkt, das macht Spaß? Also es gibt zum einen dieses vage Versprechen des guten Gefühls, das kann umschlagen in Sucht, nicht? Spielsucht. Dann ist sozusagen der Suchtfaktor das, was das sich einlassen auf das Spiel in süchtiger Weise auslöst. Es gibt aber auch, vor allem im Sport, bestimmte institutionalisierte Motivation. Also etwa beim Sport Argon, den Wettbewerb, man möchte siegen, oder Arete. Denken Sie an Spiele, die man allein spielt, zum Beispiel Computerspiele. Man möchte sich selbst überbieten. Nicht? Das ist nicht genau das Gleiche, aber das sind sozusagen Motivationen, die, wenn man einmal im Spiel drin ist, kaum mehr eine Rolle spielen, aber die einen in das Spiel hineinziehen, die einen in das Spiel hineinbringen. Also das ist wichtig. Spiele brauchen, weil sie sozusagen keine pragmatischen Motivationen haben, diese Auslöser. Es ist ganz interessant, dass das, was der Trigger sein kann, was der Auslöser sein kann, im Spiel verbleibt. Nicht? Also im Tennis sieht man das ganz schön, wenn man Tennisspieler beim Aufschlag sieht, denkt man immer, die wollen den anderen Tennisspieler eigentlich umbringen. Ja? Also, und die möchten auch, dass der andere Tennisspieler das wahrnimmt. Und dann gibt es nach dem Sieg des einen oder anderen dieses Händeschütteln über das Netz. Was beim Tennis meistens noch sehr unfreundlich ist, aber ohne das geht es nicht. Wer das verweigert, ist kein guter Tennisspieler. Das schönere Beispiel dafür, dass die Feindschaft sozusagen während des Spiels im Spiel bleibt, ist Rugby. Und ich weiß nicht, ob das Rugby nur in den Vereinigten Staaten ist oder Rugby generell, aber mein jüngerer Sohn war ein sehr guter Rugby-Spieler in den Vereinigten Staaten. Nach dem Rugby, was ja ein sehr aggressives Spiel ist. Also ich würde sagen, wenn es ein Spiel gibt, was noch aggressiver ist als American Football, ist das Rugby. Nach dem Rugby gibt es eine absolute Verpflichtung, dass die Heimmannschaft nach dem Spiel ein Barbecue macht, wo die Gästemannschaft eingeladen wird. Ja? Das ist sozusagen die institutionalisierte Form, die sicherstellt, dass die Feindschaft, die der Auslöser des Spiels ist, im Spiel verbleibt und Teil der Insularität des Spiels ist. Darf ich mal so zwischendurch fragen, ist das einigermaßen gut verfolgbar? Ja. Ja. Es war kein Fishing for Compliments. Ich mache das wirklich zum ersten Mal. Und ich würde das bei einer Vorlesung natürlich zu Hause auch fragen. Also, das war der vierte Punkt. Sie erinnern sich, vage Motivationen, nur vage Motivationen, die erklären, dass es eine Insularität des Spiels gibt und auch aufgrund der vagen Motivation, man braucht sozusagen immer Auslöser, um in das Spiel hineinzukommen. Aber diese Auslöser spielen nur eine ganz geringe Rolle, während wir spielen. Viertens, nochmal als Konsequenz der vagen Motivation in einer Alltagsinteraktion brauchen wir keine Regeln, weil wir verfolgen schon immer das, was wir erreichen wollen. Also wenn zum Beispiel eine Zahl von Kollegen in Mainz gerne eine Universitätsform entwickeln und erreichen und institutionalisieren möchte, die man im Englischen College nennt, dann brauchen sie dafür keine Regeln, sondern sie wissen schon immer, was der nächste Schritt ist, den man gegen die Leute, die nicht derselben Meinung sind, zusammen mit den Leuten, die eine bestimmte Allianz eingegangen sind, vollziehen wird. Nicht? Also in einer alltäglichen Interaktion brauche ich keine Regeln. Ich brauche Regeln im Spiel, weil diese primäre Motivation nicht prägnant genug ist, um mir Hinweise zu geben, was der jeweils nächste Schritt sein kann. Man braucht Regeln. Das können, wie Gregory Bateson einmal beschrieben hat, entweder Regeln sein, die sich sozusagen
im Lauf des Spielens entwickeln und die in Vergessenheit geraten, wenn das Spiel vorbei ist. Das sind aber typischerweise Schach, Fußball und so weiter, Regeln, die vorher feststehen und auch über das jeweils einzelne Spiel hinausgehen. Solche Regeln entfalten dann jeweils spezifische Choreografien, spezifische Ästhetiken, spezifische Zeitökonomie. Man könnte generell sagen, zum Beispiel, wenn Sie an diesen Bereich des Sports denken, dass das Prinzip Fußball, American Football, Australian Football und Rugby immer dasselbe ist. Es geht immer darum, einen Ball irgendwo hinzubringen, gegen den Widerstand der anderen Mannschaft. Aber weil die Regeln verschieden sind, ist die Choreografie, die Tonalität, könnte man metaphorisch sagen, die Ästhetik jeweils eine verschiedene. Also man hat eine andere Stimmung auch als Zuschauer, wenn man Rugby sieht oder wenn man Fußball sieht. Diese verschiedenen Ästhetiken, auch diese verschiedenen Zeitökonomien führen dazu, dass es eine gewisse Affinität zwischen Spielen auf der einen Seite und Statistiken, mathematischen Reflexionen auf der anderen Seite gibt. Nicht? Man kann immer sagen, nach der Eröffnung im Schach, nach 3 Zügen, gibt es so und so viele Millionen Möglichkeiten weiterzuspielen. Also niemand wird je diese Möglichkeiten ausschöpfen, aber das ist der Grund, warum Deep Blue, nicht, der Computer damals Kasparov, geschlagen hat, weil eben Deep Blue sozusagen all diese Möglichkeiten ausrechnen konnte. Und wenn man Pep Guardiola, logischerweise bin ich kein Bayern-Fan, deswegen auch kein Manchester City-Fan, manchmal in Interviews hört, denkt man, der Pep Guardiola ist so eine Pocket Edition of Deep Blue. Es geht ja immer darum, also den Ball lange zu halten und dann auszurechnen, wie viele Spielzüge man machen kann. Also, aber nicht nur Pep Guardiola, es gibt außer der Mainzer Trainerschule, naja, Tuchel will ich mich nicht weiter äußern, aber es gibt eine Tendenz, Spiele zu mathematisieren. Nicht? Es gibt immer diese, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so, jetzt gibt es weniger Möglichkeiten und so weiter. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen will, aber es ist ein faszinierender Aspekt. Wenn immer von Spielen die Rede ist, redet man von einer Zahl von Möglichkeiten, die sich steigern, von Möglichkeiten, die weniger werden. Das war, hoffe ich, nicht total langweilig für die Teilnehmer des Kolloquiums, aber das sind eigentlich alles Motive aus diesem bewundernswerten Konsens der Reflexion, der geisteswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Reflexion über Spiel, die ich versucht habe, in der einen oder anderen Weise zu illustrieren. Ich möchte noch 2 Aspekte hinzufügen, die auch niemanden überraschen werden, aber die vielleicht nicht ganz zu dem breiten Konsens gehören. Ich denke, und das ist erstaunlich und konvergiert sozusagen mit der Einleitung, dass auch die Spiele, die rein mentale Spiele sind, eine erhebliche Körperinvestition verlangen. Wir haben vor 15 Jahren Garry Kasparov nach Stanford eingeladen, und zwar, das war eine schöne Kombination, das Philosophy Department and the Athletic Department, weil er gesagt hatte, dass er nicht auf dem Niveau, dass er spielen will, Schach spielen kann, wenn er nicht jeden Tag sich 6 Stunden lang wie ein Sportler vorbereitet. Und er war damals Mitte 30 und hat angekündigt, und wir dachten alle, das ist Fishing for Compliments. Es werde nach ihm keinen Weltmeister im Schach mehr geben, der so alt sei wie er. Und das hat sich tatsächlich in der Schachverfolgung bewahrheitet. Ja? Also Schach verlangt eine derartige körperliche Investition. Möglicherweise ist die Konzentration, die das möglich macht. Das ist eine rein empirische Beobachtung. Dass die Zeit, man braucht einen Trainer, einen Sporttrainer sozusagen, man muss sich sehr genau einen Zeitplan haben, um für das Spiel genau in Form zu sein und so weiter und so weiter. Das ist, und ich hoffe, dass das nicht nur meine Pathologie ist, auch für die Zuschauer so. Also, wenn ich Dortmund gesehen habe, vor allem im Stadion, und noch schlimmer ist Stanford, also Stanford American Football hat heute Abend ein ungeheuer schwieriges Auswärtsspiel. Wenn es nicht die 9 Stunden Zeitdifferenz gäbe, dann könnte ich jetzt gar nicht reden, aber das wird dann sein, wenn wir alle schlafen und ich am Livestream verfolge. Und wenn ich das am Livestream verfolge, dann bin ich erschöpft. Ja? Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, man redet davon selten, aber wenn Sie sich wirklich konzentrieren auf ein Spiel, manchmal versuche ich auch Schachspiele zu verfolgen, das hat denselben Effekt. Ja? Also wenn man sich darauf konzentriert hat, ist man dann nicht nur erschöpft in dem Sinn, wie man erschöpft ist, wenn man
ein Essay geschrieben oder einen Text geschrieben, man ist immer physisch erschöpft, was eigentlich, das ist der Punkt, der eigentlich erstaunlich ist. Nicht? Also auch bei den Spielen, die rein mentale Spiele sind, gibt es diese Seite. Sechstens und schließlich, und das ist natürlich keine vollständige Beschreibung des Spiels, möchte ich Ihnen kurz die These anbieten, dass es eine Affinität zwischen Spiel und Imagination gibt und dass es neben der Insularität des Spiels und der ästhetischen Autonomie eine zweite Affinität, meine ich, zwischen Spiel und ästhetischer Erfahrung. Also nochmal, es geht mir um Affinitäten. Ich will nicht behaupten, dass die Synonyme sind. Ich sage nicht, jedes Spiel ist ästhetische Erfahrung und umgekehrt. Wie kann man Imagination beschreiben? Imagination ist wahrscheinlich, das hat zumindest George Herbert Mead vor fast 100 Jahren gedacht, ich denke, es ist eine starke Intuition, eine archaische Form, unser Bewusstsein zu benutzen. Es sind primäre Bewusstseinsinhalte, der dänische Sprachphilosoph Jelmslöhr hat es genannt, Substance of Content, es sind bildliche Bewusstseinsinhalte, es sind Bewusstseinsinhalte, die oft nicht wohl umschrieben sind, also Jelmslöhr macht eine Unterscheidung zwischen Substance of Content, das wäre Imagination, und Form of Content, das wäre Semantik im üblichen Sinn. Und es sind Bewusstseinsinhalte, die ganz deutlich eine Affinität zu unserem Körper haben. In Amerika könnte ich dieses Beispiel nicht nennen, aber in Mainz, im liberalen Mainz, kann ich das Beispiel nennen. Sie wissen alle von der Lektüre erotischer oder pornografischer Literatur, wobei ich ungeheure Schwierigkeiten habe, zwischen erotischer und pornografischer Literatur zu unterscheiden, dass solche Literatur via Imagination Körperreaktionen provozieren kann, und zwar objektiv produzieren kann. Das ist sozusagen, wie Heidegger sagen würde, Teile geworfen hat. Man kann das nicht kontrollieren. Das passiert beim Lesen, auch wenn es gar nicht passt bei der Lektüre. Ja? Also es gibt eine Nähe jener Bewusstseinsinhalte, die wir Imagination nennen, auf der einen Seite und körperliche Reaktionen auf der anderen Seite. Aber was ist die Affinität zwischen Spiel und Imagination, auch das eine These. Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir eben beim Spiel nicht diese wohlumschriebenen Motivationen haben. Wenn wir die wohlumschriebenen Motivationen haben, dann tun wir das, was wir normalerweise mit primären Bewusstseinsinhalten als Imagination tun. Wir filtern sie durch Konzepte. Aber in der Isolation, in der Insularität des Spiels ist es nicht nötig. Ich muss alles, was mir in den Sinn kommt, hier vor Ihnen redend, durch Konzepte filtern. Aber in einer Spielsituation, und das ist eine Affinität zur Situation der ästhetischen Kommunikation, ist das nicht nötig. Wir können es uns sozusagen leisten, diese nicht umschriebenen, nicht durch Begriffe gefilterten Bewusstseinsinhalte stehen zu lassen. Das ist meine Andeutung einer Begründung, warum es wohl eine Affinität zwischen Imagination und Spiel gibt. Ich glaube, das ist eine jener Beobachtung, die jeden, der je spielt, plausibel ist, die zu begründen, aber nicht so einfach ist. Nicht? Das passiert hier so oft in Geisteswissenschaften. Ich würde sagen, 50% unserer Arbeit, das ist gar nicht ironisch, besteht darin, Dinge zu verstehen, Dinge begrifflich plausibel zu machen, die sozusagen ganz primär von unserer Alltagserfahrung plausibel sind. Meine Damen und Herren, diese Beschreibung macht tatsächlich wohl die These plausibel, dass es uns Spiele und Spielen ermöglicht, eine vollere Version des menschlichen Lebens zu leben. Also sozusagen die Potenziale der menschlichen Existenz zu leben. Vollere Version vor allem, weil es eine stärkere Körperinvestition provoziert, aber auch Imagination. Also das sind die beiden Aspekte, die nach meiner Meinung rechtfertigen, vor allem, dass man sagt, eine vollere Version. Möglicherweise war das genau das, was Friedrich Schiller im Sinn hatte, als er seinen berühmten und wirklich sehr schönen Essay über die ästhetische Erziehung der Menschheit schrieb. Denn da gibt es ja auf der einen Seite den Impuls der Sinne, die Sinnlichkeit, und auf der anderen Seite
den Impuls der Rationalität, der Vernunft, und es ist der Begriff des Spiels, der sie in ein Verhältnis der Vermittelbarkeit setzt. Ja? Also das würde ich ja sagen, wenn wir spielen, dann können wir sozusagen die volle Komplexität, dann können wir die volle Komplexität der menschlichen Existenz aktivieren. Was noch nicht klar ist von dieser Beschreibung her, wäre der Rahmenbegriff. Was ist denn eigentlich ein Begriff des menschlichen Lebens, den wir voller aktivieren, wenn wir spielen? Und das ist der Ansatzpunkt, Sie sehen, das ist gar nicht so schlimm, Sie sehen, das ist der Ansatzpunkt für den zweiten Teil des Vortrags, in dem ich eben jetzt, nachdem ich Ihnen illustriert habe, was der klassische Begriff des Spiels ist, die Provokation mitgeben möchte, und ich hoffe, Sie folgen mir, in eine andere Dimension zu gelangen. Ich beginne damit, dass ich Ihnen beschreibe, worauf wir uns beziehen, wenn wir vom Spiel der Tiere reden. Eigentlich ausgehend von der Beschreibung bisher ist die Annahme, dass Tiere spielen können, so bin ich zu der Frage gekommen, problematisch. Denn der Begriff des Spiels, so wie ich ihn erklärt habe und wie ihn etwa Heusinger gebraucht, ist ja immer ein Begriff, der gegen den Hintergrund der ernsthaften Interaktion des Handelns im Alltag gesetzt ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, was für Heusinger völlig unproblematisch war und heute zumindest in den Vereinigten Staaten tendenziell politically non-correct ist, dass Tiere nicht handeln können, dann kann man sagen, ja, wenn Tiere nicht handeln können, dann können sie auch nicht spielen, nicht? Weil die Möglichkeit des Spiels und der Begriff des Spiels ja lebt von dem Kontrast zur Ernsthaftigkeit des Alltags. Wenn man aber diese Ernsthaftigkeit, die verbunden ist mit dem Begriff der Handlung, für Tiere nicht annehmen kann, dann ist es eigentlich problematisch. Dann fragt man sich, können Tiere eigentlich spielen? So bin ich zu der Frage gekommen. Wir reden davon beständig, Tiere können spielen, aber die erste begriffliche Bearbeitung dieser Rede führt erstmal dazu, dass die Antwort Nein ist. Aber dann stellen Sie sich vor, Sie alle kennen diese Bilder, die Katze mit der Garnspule oder die beiden jungen Hunde in einem nicht ernsthaften Kampf und so weiter und so weiter, und dann redet man doch vom Spiel. Die Verhaltensforscher gehen konsensuell davon aus, dass Tiere spielen können. Die Antwort ist in der Verhaltensforschung immer eine positive Antwort, im Gegensatz zum Alltag, wo Leute entweder ganz überzeugt sind, dass Tiere spielen können, oder dass sie nicht spielen können. Julia Fischer von der Universität Göttingen, heute eine der international angesehensten Verhaltensforscherinnen, oder Mark Beekhoff von der University of Colorado gehören zu den beiden führenden Verhaltensforschern, die sich mit diesem Begriff des Spielens der Tiere beschäftigt haben. Welche Aspekte assoziieren Sie mit dem Spiel der Tiere? Sie sagen zunächst, das sind Interaktion unter Tieren in einem nicht primären Kontext. Ja? Also die beiden jungen Hunde zum Beispiel performieren gewisse Bewegungen, die sie normalerweise nur dann performieren würden, wenn sie in einer Konkurrenzsituation, in einer sexuellen Konkurrenzsituation, in einer Konkurrenzsituation über das Essen, in einer Konkurrenzsituation über das Abgrenzen des Territoriums stünden. Aber diese Situation ist nicht gegeben und trotzdem verhalten sie sich so. Nicht? Das ist sozusagen die dominante Intuition der Verhaltensforschung über das, was man Spiel nennt. Zweitens geht man davon aus, dass sich unter der Voraussetzung Spiel, ob das nun dasselbe Spiel ist wie bei Menschen oder nicht, ist noch eine andere Frage, dass unter dieser Voraussetzung die Form modifiziert wird. Ja, also zum Beispiel führt dieser spielerische Kampf, ich sage jetzt ohne Anführungszeichen Spiel, ob das derselbe Begriff ist wie bei Menschen, will ich noch offen lassen, führt dieser spielerische Kampf zwischen den Hunden zu einer Endsituation, wo sich der Hund, der unterliegt, dem anderen Hund sozusagen in seiner Unterlegenheit darstellen muss, was übrigens ganz stark an Zweikämpfe zwischen Rittern im Mittelalter erinnert, aber diese Unterwerfung, diese letzte Phase der Unterwerfung, sagen die Verhaltensforscher, fällt bei Spielen zwischen jungen Hunden normalerweise aus. Also wenn man sozusagen nicht den Anfang, nicht das Ende sehen würde, würde man denken, die kämpfen wirklich, aber es gibt Modifikationen. Also diese letzte Phase fällt aus. Es gibt dann drittens
Dazu weiß ich zu wenig von Tieren, um das illustrieren zu können, aber ich finde es sehr interessant. Offenbar Kombinationen von Verhaltenssequenzen, die nur unter dem Vorzeichen Spiel kombiniert werden. Es gibt viertens, auch das finde ich sehr interessant und war mir nicht bekannt, es gibt auch spezifische Formen des Spiels zwischen verschiedenen Tiergattungen. Und das wirft natürlich interessantes Licht auf unsere Interaktion, also menschliche Interaktion mit Tieren. Ja? Also wenn man nicht von einer Überlegenheit des Menschen ausgeht, das wäre eine solche Variante. Nicht? Wir spielen auch mit, ich nicht. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten mit Tieren, außer wenn ich in abstrakten Wörtern oder Begriffen über sie rede. Aber meine Tochter zum Beispiel spielt mit ihrer Katze. Wir spielen gemeinsam. Und das wäre eine solche Interaktion zwischen verschiedenen Gattungen. Was ich schon gesagt habe und was interessant ist, es gehört zum Spiel, dass dieser letzte Moment der wechselseitigen Aggression, der Moment der vollen Unterwerfung, nicht, der vermeidet, dass das unterlegene Tier zu Tode gebissen wird, der ist im Spiel nicht dabei. Der bleibt sozusagen aus. Und zum Zweiten, auch das ist interessant, gibt es auch beim Spiel zwischen Tieren den Auslöser. Es muss einen Auslöser geben und der Auslöser ist bei dem Beispiel, auf das ich mir jetzt bezogen habe, bei dem Spiel zwischen jungen Hunden ist ein ganz leichter Biss. Also da gibt es eine Ähnlichkeit zwischen der ernsthaften Situation, ein erster scharfer Biss, es gibt einen leichten Biss. Wie der empfunden wird, wissen wir nicht, aber der gehört zu diesem Ritual. Also ganz offenbar sehen Sie, es gibt eine Art der Interaktion zwischen Tieren, die sehr detailliert zu beschreiben ist und das wäre nun sozusagen eine Illustration dieses Begriffs des Spiels der Tiere gewesen. Eigenartig und auch das ist eine Affinität, ganz ähnlich wie bei der geisteswissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Diskussion über das menschliche Spiel, bleiben die Antworten auf die Frage, was ist die Funktion des Spiels der Tiere, ungeheuer vage. Also da wird gesagt, die Tiere lernen, wenn sie spielen. Aber normalerweise gehen die davon aus, dass ihr Verhalten instinktgeleitet ist, dann brauchen sie es eigentlich nicht zu lernen. Ja? Oder, also politisch korrekt, also dieser Mark Bekoff, B-E-K-O-F-F, den empfehle ich Ihnen absolut, das ist großartig, ein sehr guter Autor, schreibt sehr gut, wenn sie die politische Korrektheit aushalten, also ist ungeheuer politisch korrekt, und schreibt dann am Ende alle seine Bücher, und die Bücher sind alle interessant, weil sie immer neues Material einbringen, es kommt immer dann auf den Punkt, dass er sagt, die Tiere haben eine Art von Fairness. Es gibt eine Ethik der Tiere, es gibt eine Fairness, die Fairness der Menschen überbietet. Also das ist sozusagen das immer voraussehbare politische Ende. Er sagte, die Tiere lernen diese Fairness, also ihre eigene Ethik im Spiel. Aber wie gesagt, ich halte diese Beschreibung für problematisch. Sie ist jedenfalls interessant, weil sie eine Affinität zu der Schwierigkeit hat, über Funktionen und Intentionen des menschlichen Spiels zu reden. Was sind dann tatsächlich die Differenzen zwischen dem Spiel der Tiere und dem Spiel der Menschen? Für mich, und das war überraschend, ist es schwer von Differenzen zu reden, wenn man einmal akzeptiert, dass Tiere spielen können. Wir können einmal sagen, ja, das wäre eine Differenz, dass es sozusagen für Tiere keine Differenz der Körperinvestition geben kann. Nicht? Wenn wir bei uns sagen, also wir investieren im Sport oder auch beim Zuschauen des Sports eine Intensität unseres Körpers, die sonst nicht gegeben ist, das kann man bei Tieren schlecht sagen. Was übrigens, also unsere Investition natürlich besonders interessant ist, vielleicht erklärt das, die Intensität der Beteiligung im Spiel heute in einer Gesellschaft, die global gesehen, und unter global meine ich nicht alle Menschen, sondern die Menschen, die verbunden sind, potenziell verbunden sind über elektronische Kommunikation, das würde zum Beispiel Amazonia ausschließen oder Madagaskar weitgehend ausschließen, also nicht alle Menschen, aber die größte Mehrheit der Menschen, also Indien zum Beispiel sind fast alle angeschlossen. Unser Alter vollzieht sich heute auch in Berufen, die früher proletarische Berufe waren, im Wesentlichen in einer Fusion von Bewusstsein und Software. In einer Fusion von Bewusstsein und Software, die im Alter, im Gegensatz zu den früher proletarisch genannten Berufen, den Körper ausschließt. Insofern gibt es eine Attraktivität dieser Investition. Das wäre eine Differenz zu den Tieren.
Imagination eine Differenz ist schwierig. Und das werden wir nie wissen. Wir werden nie wissen, was die Bewusstseinsinhalte der Tiere sind, wobei natürlich schon der Begriff Bewusstsein, die Voraussetzung, die Prämisse, dass das, was im Gehirn von Tieren vorgeht oder was das Gehirn von Tieren produziert, Bewusstsein ist, problematisch ist. Also, und das ist jetzt für mich ausschlaggebend, es gibt eine derartige breite gemeinsame Schnittmenge zwischen dem, was man das Spiel der Tiere nennt, und dem, was man das Spiel der Menschen nennt, dass bei dieser Beobachtung bei mir zum ersten Mal die Idee aufkam, könnte man sich einen Begriff vorstellen, der beide Seiten abdeckt und könnte die Entwicklung eines solchen Begriffs, der für beide Seiten weitgehend funktioniert, zu einer Differenzierung, zu einer Veränderung des klassischen auf Menschen angewandten Begriffs des Spiels führen. Das bringt mich zum zweiten Teil des zweiten Teils. Das ist der kurze Heidegger-Teil. Sie müssen aber keine Angst vor Heidegger haben, wenn Sie Heidegger gar nicht mögen. Es geht sozusagen nur peripher um Heidegger. Ich habe angekündigt, es gibt etwa, ich meine, beinahe 150 sehr lesenswerte Seiten, auch wenn Sie gar nicht an Heidegger interessiert sind, eben in dieser Transkription der Vorlesung von 1929-30, Grundbegriffe der Metaphysik. Und in welchem Kontext redet Heidegger von die Tiere? Diese Grundbegriffe der Metaphysik sind eine Reflexion in Konsequenz von Sein und Zeit, was 1927 erschienen war. Man kann sagen, das ist der Untertitel von Sein und Zeit, eine Ontologie der menschlichen Existenz, dass in diesem Buch Heidegger ausgehend von einem Begriff, der den klassischen Begriff des Subjekts ersetzt, der klassische westliche Begriff des Subjekts ist ein kartesianischer Begriff, ja, entspricht dem Cogito ergo sum. Und Heidegger setzt polemisch anstelle des Begriffs Subjekt den Begriff des Daseins. Und der Begriff des Daseins hat ja, der ist nicht synonym mit Subjekt, der Begriff des Daseins hat eine räumliche, deiktische Partikel, da. Also der heideggische Begriff des Daseins, um den herum eher die Phänomenologie, die Ontologie, der menschlichen Existenz erklärt, ist in polemischem Gegensatz zur westlichen philosophischen Tradition ein Begriff, der den Körper einschließt. Und sozusagen ausgehend vom Dasein, ausgehend von der Intuition des Daseins, entwickelt Heidegger dann seine, ja, ich würde sagen schon bis heute einflussreiche, wenn nicht kanonische Beschreibung der menschlichen Existenz. Das ist zum Beispiel der Grund, warum in Sein und Zeit die Räumlichkeit eine überraschend große Rolle spielt, nicht, also ganz im Gegensatz zum Titel, mehr als die Zeitlichkeit. Es war geplant, dann noch über Zeitlichkeit zu reden, aber das ist nie geschrieben worden. Das ist der Grund, warum es in Sein und Zeit drei Seiten mit einer geradezu ätzenden Kritik an Descartes gibt. Also Descartes ist eben der mit Cogito ergo sum die Körperlichkeit und die Räumlichkeit eliminiert hat. Aber das ist alles Sein und Zeit. Die nächste Frage, die Heidegger interessiert hat, war, was ist das Verhältnis des Daseins zur Welt? Nicht? Der Begriff Welt kommt in seiner Zeit immer wieder vor, in der Welt sein zum Beispiel, aber ist noch philosophisch undifferenziert. Also wenn das klassische Paradigma war Subjekt-Objekt, das kartesianische Subjekt steht sozusagen vor der Welt und interpretiert die Welt, und wenn ich jetzt einen neuen Begriff habe, der nicht mehr der Begriff des Subjekts, sondern des Daseins, dann ist die Frage, was ist das Verhältnis zur Welt? Und diese Frage treibt sozusagen weiter eben diese Vorlesung Grundbegriffe der Metaphysik. Und was Heidegger sich fragt, ist, was ist das Verhältnis von Dingen zur Welt der Dinge? Was ist das Verhältnis von Menschen zur Welt der Dinge? Und natürlich, was ist das Verhältnis von Tieren zur Welt der Dinge? Nicht? Und das ist der Grund, der philosophische Grund, warum es da diese ausführliche und, wie gesagt, ich meine ganz unabhängig von dem philosophischen Rahmen, interessante Beschreibung des Verhaltens der Tiere gibt, die aber nicht über Spiegel spricht. Die Antwort auf die Frage, was ist das Weltverhältnis des Steins, besteht in einem Wort, der Stein oder die Gegenstände haben kein Weltverhältnis. Das ist relativ einfach. Die Antwort auf die Frage, was ist das Weltverhältnis der Menschen? Und das Weltverhältnis bedeutet immer, was ist das Verhältnis des Daseins
zu den Gegenständen erwähnt, ist komplex. Die Antwort heißt in einem Wort, aber ich werde das etwas ausführlicher beschreiben. Das Verhältnis der Menschen zur Welt ist weltbildend. Diese Diskussion, diese Beschreibung geht aus von einem philosophischen Motiv, also auf Grundlage der philosophischen Anthropologie in den 20er Jahren sehr populär war, nämlich von der Instinktarmut des Menschen. Also Menschen sind jene Tiere, die kein unmittelbares Verhältnis zur Welt der Dinge via Instinkte haben und die deswegen all das, was wir Intellektualität, Kultur, Geistlichkeit nennen, kompensatorisch entwickeln müssen. Ja, man kann, also das ist die These der philosophischen Anthropologie, sagen, alles, was wir Kultur nennen, ist ein funktional gesehen nie ganz befriedigender Ersatz für die Instinkte. Und das hat nun bei Heidegger drei Perspektiven. Er sagt erstens, das menschliche Weltverhältnis tendiert zur Expansion. Tiere sind durch Instinkte schon immer auf bestimmte Aspekte der anderen Gegenstände in der Welt konzentriert. Menschen gehen immer darüber hinaus. Nicht? Es gibt bestimmte Dinge, ja, durch die wir auch, denken Sie nochmal an Sexualität, sozusagen primär ausgerichtet sind, aber es bleibt nie dabei. Es bleibt nie nur bei dem Geruch. Es bleibt nie nur bei den Geschlechtsorganen zum Beispiel. Also das menschliche Weltverhältnis ist erstens tendenziell expansiv. Es ist zweitens, und das finde ich sehr schön, das könnte man fast dialektisch nennen, wenn man das Wort noch gebrauchen könnte, zugleich holistisch. Also es ist nicht einfach, man hat das und das und das und man versucht immer, das, was über die Konzentration hinausgeht, mit einem Begriff zu fassen. Das ist der Begriff der Welt. Wir haben immer eine Tendenz, einen Begriff, eine Vorstellung von all dem anderen zu finden, auf das wir uns konzentrieren. Und drittens, und das ist auch eine Konsequenz des Instinktmangels, wir sind tendenziell, sagt Heidegger fast wörtlich, vielleicht nicht fähig, aber immer fasziniert, die Dinge an sich zu sehen. Also die Dinge zu sehen, nicht in ihrem Zusammenhang zu unseren Impulsen. Nicht? Da sehen Sie nochmal, glaube ich, ganz deutlich, was diese, finde ich, faszinierende These des Instinktmangels oder der Instinktschwäche als Ursprung der Kultur ist. Also gerade weil wir nicht nur auf das ausgerichtet sind, was überlebensnotwendig ist, gerade deshalb sind wir tendenziell fasziniert, die Dinge an sich zu sehen. Und dann das Tier. Also als wir in unserer Philosophical Reading Group in Stanford diesen Heidegger-Text vor 2 Jahren gelesen haben, gab es ungeheuren Protest, ökologischen Protest, politisch korrekten Protest, weil die These von Heidegger heißt, das Verhältnis der Tiere zur Welt ist Weltarmut. Ja, im Gegensatz an die Menschen sind weltbildend und die Tiere sind weltarm. Er beschreibt zunächst, und das ist ja auch ganz plausibel, dass die Tiere geprägt sind von ihrem metabolischen Verhältnis zur Umwelt. Ja? Die Tiere brauchen die Umwelt, um physisch zu überleben. Also die Tiere sind immer gezwungen, Umwelt anzueignen, wie auch, um physisch zu überleben. Also das, die Grundlage ist das metabolische Verhältnis zur Umwelt der Dinge. Und dieses metabolische Verhältnis, und das ist das, was wir Instinkte nennen, konzentriert sich auf die Dinge, die überlebensnotwendig sind. Bienen fliegen nicht alle Blüten an, sondern sie fliegen nur die Blüten an, die metabolisch für sie relevant sind. Arbeitsbienen haben ein bestimmtes Verhältnis zur Königin im Bienenstock, aber ein Verhältnis, was sozusagen kein Interesse an der Königin hat oder nicht das Wesen der Königin. Die Königin an sich kennenlernen. Tierisches Benehmen, sagt Heidegger, und dann kommen 2 Begriffe, die ich schon interessant finde. Das erste ist ein Wortspiel, ist erstens ein Verhältnis der Benommenheit. Also Tiere sind schon immer von gewissen Aspekten der Gegenstände der Welt so eingenommen, dass ein Verhältnis der Benommenheit ist. Also ein Verhältnis, was wir als Menschen als ein Verhältnis der Benommenheit erfahren würden. Ganz konzentriert auf einen Aspekt und sie leben zweitens, sagt Heidegger, in einem Ring der Instinkte. Ja, sie sind eingebunden am Ring der Instinkte. Das ist sozusagen die Weltarmut der Tiere. Und wenn man diese 150 Seiten gelesen hat, und es wäre mir recht, wenn ich Ihnen einen Eindruck
gegeben hätte, sich das lohnt, dann fragt man sich, wie kann in so einer ausführlichen und schon sehr, sehr differenzierten Beschreibung dieser Aspekt des Spiels überhaupt nicht vorkommen? Kann der überhaupt nicht vorkommen? Meine Antwort darauf ist, dass Heidegger sozusagen gegen die Tendenz seiner eigenen Philosophie, denn kein Philosoph des frühen 20. Jahrhunderts war kritischer gegenüber der bewusstseinszentrierten Tradition der westlichen Philosophie, weil Heidegger in der Beschreibung des menschlichen Verhältnisses zur Welt der Dinge ausschließlich auf Bewusstsein setzt. Ja, also diese weltschaffende, weltformierende Fähigkeit ist Bewusstsein und die Tiere haben kein Bewusstsein. Und in diesem scharfen Gegensatz, das hat er sich sicher nicht überlegt, ist sozusagen kein Platz für die ja eigentlich irritierende Erfahrung, dass Tiere spielen. Das war meine Absicht sozusagen im Teil mit der Verhaltensforschung. Man kann das nicht leugnen, aber wenn man Tiere nur instinktorientiert sieht, dann ist das irritierend oder schwer zu erklären, dass die spielen können. Also für die Weltarmut, in der Weltarmut der Tiere, im Begriff der Weltarmut der Tiere, ist kein Platz für dieses Spiel. Und diese Erfahrung möchte ich zum Anlass nehmen, und zeitlich gesehen ist Hoffnung, also Sie haben sozusagen intensiv zugehört, aber die Ermutigung nicht zu weit getrieben. Ich würde sagen, es dauert noch 10, 12 Minuten. Einen Begriff des Spiels vorzuschlagen, der tendenziell, analytische Philosophen wären damit nicht zufrieden, aber tendenziell auf das Spiel der Tiere und auf das Spiel der Menschen anzuwenden ist. Das wäre sozusagen mein Vorschlag. Und nicht so sehr, weil ich ein Verhaltensforscher werden möchte, sondern weil ich glaube, dass diese Provokation von seitens des Spiels der Tiere vielleicht uns in eine andere Dimension zum Begriff des Spiels bringt. Paradoxalerweise, und das ist nicht eine Rehabilitation von Heidegger, den ich, was ich sonst nicht so viel tue, ich sollte das eigentlich mehr tun, kritisiert habe, ich denke, naja, der Begriff der Weltarmut ist interessant, aber auf der einen Seite allzu vorhersehbar und auf der anderen Seite heute für uns schwer akzeptierbar. Ich möchte tatsächlich eine andere heideggische Unterscheidung verwenden, um diesen anderen Begriff des Spiels, nicht provokativ anderen Begriff des Spiels, zu entwickeln. Und das ist die berühmte Unterscheidung aus Sein und Zeit zwischen Vorhandenheit und Zuhandenheit. Ganz kurz, also wie man das so freundlich sagt, möchte ich Sie daran erinnern, was der Begriff der Vorhandenheit und was der Begriff der Zuhandenheit bedeutet. Der Begriff der Vorhandenheit ist ganz klar Heideggers Version von Subjekt-Objekt. Ja? Im Begriff der Vorhandenheit wird eine kartesianische menschliche Selbstreferenz Subjekt vorausgesetzt. Ich stehe als beobachtendes Bewusstsein vor der Welt der Dinge. Ne? Vorhanden, also die Welt ist vor mir, es gibt aber eine ontologische Differenz zwischen mir als Bewusstsein und der Welt der Dinge als Materialität, wie man das dann immer genauer ausführen wird. Also es ist ein Verhältnis der ontologischen Differenz und es ist ein Verhältnis, was dazu führt, dass Menschen die Welt der Dinge interpretieren und in dieser Sinnzuschreibung zur Welt der Dinge immer eine Tendenz haben oder eine Hoffnung haben, vorzustoßen zu definitiven Wahrheiten. Also Subjekt, Objekt ist verbunden mit einem Begriff von definitiver Wahrheit, wie er übrigens, und das ist interessant, im frühen Heidegger nicht vorkommt. Nicht? Erst der Heidegger nach der Wende, ich glaube, dass es wirklich eine Wende in seinem Werk gegeben hat, versucht mit dem Begriff des Seins, was immer damit genau gemeint war, sozusagen ein funktionales Äquivalent für Wahrheit wieder einzuführen. Okay, das ist der Begriff der Vorhandenheit. Wie mein bewunderter, ich würde fast sagen geliebter und leider verstorbener Kollege Richard Rorty gesagt hat, that's the bad guy concept. So Rorty immer zwischen bad guy concept und good guy concept. Ja? Also Vorhandenheit, present at hand auf Englisch, is a bad guy concept. The good guy concept ist Zuhandenheit für Heidegger. Denn Zuhandenheit setzt auf der Seite der menschlichen Selbstreferenz Dasein voraus und nicht Subjekt.
setzt also eine menschliche Selbstreferenz voraus, in die der Körper, das Soma, die Sensibilität eingeschlossen ist. Und das hat zweitens natürlich die Konsequenz, dass diese Opposition, diese Distanz zwischen menschlicher Selbstreferenz, reines Bewusstsein und Welt der Dinge nicht gegeben ist. Das heißt, unter Bedingungen der Zuhandenheit bin ich normalerweise mit der Welt schon immer vertraut. Unter Bedingungen der Zuhandenheit bin ich, wie Heidegger schreibt, in der Welt. Und das schreibt er, und das ist interessant, in obsessiver Weise mit Bindestrich, nicht in der Welt sein. Also als ob die Bindestriche vermeiden sollten, dass es sozusagen irgendeine Distanz zwischen der menschlichen Selbstreferenz und der Welt der Dinge gibt. Also in der Zuhandenheit bin ich mit der Welt schon immer vertraut und der normalen Bindung der Zuhandenheit gibt es kein Problem. Das ist das normale, alltägliche, sich schon immer vollziehende Leben. Unter Begriffen der Zuhandenheit gibt es keine Tendenz, zur Wahrheit vorzustoßen. Ich brauche keine definitive Wahrheit, ich brauche nichts Definitives zu wissen über die Gegenstände, weil ich mit den Gegenständen schon immer interagiere. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Begriff der Zuhandenheit tendenziell geeignet wäre, als Matrix, als Basis für das menschliche und für das tierische Spiel gebraucht zu werden. Warum meine ich das? Weil in beiden Fällen die Selbstreferenzkörper eingeschlossen ist. Weil in beiden Fällen, beim Tier nennt man das Instinkt, menschlich nennt man das Institution, sozusagen eine Vertrautheit mit der Welt gegeben ist. Also wenn ich spiele, bin ich vertraut mit der Welt. Weil in beiden Fällen es nicht um eine definitive Wahrheit geht. Im menschlichen Spiel geht es sicher nicht um eine definitive Wahrheit, weil, das möchte ich hinzufügen, in solchen Verhältnissen der Vertrautheit unsere Bewusstseinsspannung eher niedrig ist. Also das, was man immer schon macht, also Doris Lindner und ich haben beide festgestellt, dass wir bestimmte Momente am Tag, ich werde aber nicht verraten, welche Zeit hier meint, wo wir beide nur Sachen machen können, die automatisch gehen, oder sonst ich schlafe ein und du konzentrierst dich nicht. Also das ist sozusagen also niedere Bewusstseinsspannung, hätte Husserl gesagt. Also Spiel ist, denke ich, normalerweise, nicht in zentralen Momenten, aber normalerweise, sehr viel läuft automatisch. Und es ist eben drittens, er ist eben nicht drittens, sondern fünftens schon, wenig Bewusstseinsspannung ist assoziiert mit Imagination. Ob Tiere imaginieren können, nochmal, wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass visuelle, sexuelle Impulse, erotische Konsequenzen auch bei Tieren haben. Also möglicherweise gibt es auch eine Nähe zur Imagination. Ich werde jetzt für den letzten Teil aufhören, zu Tieren zu reden. Der Grund sozusagen, also was ich aus diesem Impuls gemacht habe, ist dieser Vorschlag zu sagen, können wir den Begriff der Zuhandenheit mit Spiel assoziieren, nicht im Sinne einer Synonymität. Wäre natürlich unsinnig zu sagen und wirklich in schlechter Weise ungenau zu sagen, Spiel ist Zuhandenheit. Aber können wir sagen, Zuhandenheit ist die Matrix des Spiels. Zuhandenheit ist die Matrix des Spiels. Ich möchte nochmal dieses eine Motiv betonen. Also Zuhandenheit wäre ein Weltverhältnis, das nicht auf Wahrheit ausgerichtet ist, sondern was darauf ausgerichtet ist, dass ich mich über kleine, nuancierte Varianten sozusagen in eine immer größere Vertrautheit begebe. Ja, ich werde immer vertrauter, das ist ja beim Spiel auch so. Also wenn ich oft gespielt habe, spiele ich immer besser. Manchmal erreicht man dann auch ein Ende. Aber es gibt sozusagen nicht den Moment, wo ich sagen kann, ich spiele das Spiel perfekt. So wie eine Mannschaft sehr gut spielen kann, aber dann trotzdem bei Atletico Madrid glücklicherweise verliert. Der vierte und letzte Punkt. In diesem Sinn, also mit dem Begriff der Zuhandenheit als Matrix könnte man vielleicht die historische These formulieren, dass das Spiel heute im frühen 21. Jahrhundert, das möchte ich in den letzten 5-6 Minuten versuchen zu begründen, immer noch institutionell gesehen
insular ist, aber vielleicht weniger insular ist, als es über die letzten Jahrhunderte in der westlichen Kultur der Fall war. Das möchte ich am Schluss begründen. Man könnte sozusagen auch paradoxal sagen, wenn die Insularität omnipräsent wird, wenn es sozusagen überall Spiel gibt, dann ist es keine Insularität mehr. Verständlich, was ich sagen will. Also wenn wir immer mehr Situationen haben, wo wir sagen, wir spielen in der Situation, dann können wir weiterhin vielleicht den Begriff des Spiels verwenden, aber dann ist der Status des Spielbegriffs kein Begriff der Insularität mehr. Dazu die folgenden Beispiele. Was war der klassische Begriff des Genies? Der klassische Begriff des Genies, also denken Sie die westliche Philosophiegeschichte, Plato, Descartes, sage ich jetzt gegen Heidegger, Kant und Heidegger nenne ich nicht, also die ganz großen Philosophen waren natürlich, also auch lange vor der Erfindung dieses Begriffs, Subjekte, die sozusagen im Sinn der Vorhandenheit der Welt der Gegenstände, der Welt der Interaktion gegenüberstanden und immer darauf ausgerichtet waren, auch wenn das selbstreflexiv mit Skeptizismus umgeben war manchmal, Wahrheiten zu produzieren. Genies in diesem Sinn waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Nobelpreisträger in Naturwissenschaften. Ja, also das Gesicht des 20. Jahrhunderts, was am meisten mit Genie assoziiert worden ist, das ist sogar statistisch festgestellt, weil in meinem Land alles statistisch festgestellt wird, ist das Gesicht von Einstein natürlich. Ja. Also das Gesicht von Einstein ist sozusagen das emblematische Genie-Gesicht. Ja, und die Relativitätstheorie ist natürlich ein typisches Vorhandenheits-, Subjekt-Objekt-Produkt. Ja. Ich finde eine Formel, oder denken Sie an Heisenberg mit dieser Obsession der Weltformel. Ich möchte eigentlich eine mathematische Gleichung oder eine begriffliche Formel finden, mit der ich sozusagen mit Wahrheitsanspruch all das, was Objekt ist, zusammenfassen kann. Was ich nun kulturell interessant finde, ist, dass die große Zeit der Nobelpreisträger in Naturwissenschaften die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Ja, meine Frau sagt öfter, also modesty is not your main problem. In dem Sinn sage ich jetzt, ich bin an einer Universität mit 22 aktiven Nobelpreisträgern, also 22 meiner Kollegen sind Nobelpreisträger. Das ist für das Selbstbewusstsein ganz gut, ja? Wenn auf dem Weg vom Parkplatz bis zum eigenen Büro an drei Nobelpreisträgern vorbeigegangen ist. Puts you into perspective. Wenn Sie mich aber fragen, wie viele davon kenne ich mit Namen, höchstens 5. Das wäre in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anders gewesen, oder? Also, denken Sie, es gibt keine emblematischen Namen wie Einstein, Schrödinger, Heisenberg und so. Das müssen da Feinstein, das müssen nicht nur Deutsche sein. Und ich meine nicht, das ist, weil die Physik oder die Chemie heute nicht mehr so produktiv ist, wahrscheinlich produktiv, aber einfach diese Art von Intellektualität bekommt weiterhin den Nobelpreis und mit Recht, aber es ist eigentlich nicht das, was wir assoziieren mit unserer Gegenwart. Und jetzt kommt die Silicon Valley-Provokation. Wenn Sie sich selbst fragen, ich gebe Ihnen dann meine Antwort, was ist die Gestalt, die wir auf der einen Seite nie mit Genie assoziieren würden, deren Arbeit aber in den letzten Jahrzehnten den globalen Alltag von uns allen am stärksten verändert hat, dann ist meine Antwort Steve Jobs. Und deswegen finde ich die Antwort interessant. Also ich habe ihn nicht gekannt, er ist mir von dem, was ich lese, nicht sympathisch, das ist alles nicht interessant. Aber Steve Jobs hat keine einzige Wahrheit, keine einzige definitive Wahrheit formuliert. Steve Jobs hat nie versucht, sozusagen irgendeine Entwicklung zum Endpunkt zu führen, sondern die Leistung von Steve Jobs, die meine ich darin führt, dass die klassische Metapher der westlichen Kultur, die Welt in der Hand halten, heute keine Metapher mehr ist. Nicht? Wenn ich heute sage, ich habe die Welt in der Hand und habe mein iPhone 7 in der Hand, ich habe keins, aber habe ein iPhone 7 in der Hand, ist das schlimmstenfalls metonymisch, aber es ist nicht mehr total metaphorisch. Ja? Das ist also Jobs und Apple gewesen, das ist Silicon Valley gewesen. Und das Interessante ist diese Zahl. Ja? Also
iPhone 7 ist kein Ende, sondern es wird weitere geben und wird die Welt immer etwas mehr in der Hand haben. Mir scheint, und natürlich ist der Verweis auf Jobs nur ein emblematischer Verweis, dass unser dominantes Weltverhältnis heute ein Weltverhältnis der Zuhandenheit ist. Ich denke, das ist nicht nur in Silicon Valley so, nicht nur in der Elektronik so, das ist sozusagen ein besonders prominentes Beispiel. Ich denke, das ist heute, wenn ich das recht sehe, so interdisziplinär bin ich nicht, dass das weiß, in der Wirtschaftswissenschaft zum Beispiel so, das sind nicht definitive Wahrheiten, sondern das sind Variationen. Ich denke, das ist in der unglaublich erfolgreichen medizinischen Forschung und Praxis so, wobei ich denke, Praxis und Forschung in der Medizin, das liest man jedenfalls, enger sind, als das früher der Fall war. Das ist bei Unternehmern der Fall. Es geht nicht darum, die eine Wahrheit zu finden, sondern man findet sozusagen eine bessere Strategie auf dem Markt. Ich denke auch, kann ich ausbleiben, das ist bei Sport der Fall. Es gibt nicht das eine richtige System in irgendeinem Sport, sondern es gibt sozusagen Variationen, die dramatisch oder weniger dramatisch sind. Es ist immer eine Kontinuität und diese Kontinuität ist am Ende offen. Ich finde es in der Hinsicht auch sehr interessant, dass ein Begriff, in dem ich eine starke Affinität zu dem klassischen Spielbegriff sehe, heute eigentlich in allen Avantgarde-Ebenen aller Berufe zentral geworden ist. Und das ist der Begriff des Brainstorming. Ja, der Begriff des Brainstorming. Der Begriff des Brainstorming, man trifft sich zu einer Konversation. Und was in der Konversation interessant ist, ist, dass alle gelassen sind. Ja, also man muss nicht was finden, sondern man trifft sich. Man produziert Ideen, man lässt Imagination zu und ist nicht darauf aus, dass man nach 4 Stunden eine Wahrheit gefunden haben muss. Der Begriff des Brainstorming ist interessant und weil die meisten von Ihnen Geisteswissenschaftler sind, mache ich noch eine letzte Referenz aus Silicon Valley, die ich mir nicht notiert habe, die kommt mir im Moment so. In den letzten 3 Jahren haben die großen Silicon Valley Firmen, ohne es zu wissen, mehr geisteswissenschaftliche Bewerber eingestellt als Bewerber aus den Ingenieurswissenschaften. Und dann war unser Präsident, also unser Rektor, war so begeistert, ich habe das schon mal in Mainz erzählt, aber das ist so bemerkenswert, dass wir es vielleicht zweimal erzählen können, dass wir einen Kolloquium mit diesen ganzen, also mit den Google Founders und so weiter, veranstaltet und fragte, warum haben denn diese Leute eingestellt? Und da stellte sich heraus, dass die Silicon Valley Firmen nicht wussten, dass sie Geisteswissenschaftler eingestellt haben. Und we hire entertaining people who are good at brainstorming. Ja, also es gibt, denke ich, einerseits begrifflich eine Affinität zwischen Brainstorming und dem Spielbegriff und auf der anderen Seite dem begrifflich noch nicht erfassten Glauben, dass Brainstorming sozusagen die zentrale Form von Produktivität, erfolgreicher, wenn Sie das Wort aushalten können, auch Elite ist. Das ist der Grund, glaube ich, gehen Sie vom Brainstorming aus, warum wir, ohne dass das begrifflich erfasst ist, heute so etwas wie eine Tendenz zur Omnipräsenz von Spiel haben. Ja? Also wenn es dann, we want people who are entertained, das ist nicht nur, damit sie gut unterhalten sind, sondern weil sie denken, dass das für ihre Produkte besser ist. Das, denke ich, ist nicht beschränkt auf Silicon Valley. Ja, also dass plötzlich sozusagen die Produktivität des Spiels und auch die Matrix der Zuhandenheit des Spiels, ohne dass das noch begrifflich erfasst ist, das ist sozusagen mein Anspruch Innovation, eine Tendenz zur Omnipräsenz. Ich glaube nun, und darauf habe ich ja schon lange angespielt, dass es in dieser Hinsicht auch eine Affinität zur ästhetischen Erfahrung gibt. Ich glaube, dass es auch in der ästhetischen Erfahrung eine Tendenz zur Omnipräsenz gibt. Das ist die letzte kleine Schleife, die ich drehen möchte. Und wenn diese Schleife, wenn wir am Ende der Schleife angekommen sind, ist der Vortrag auch schon fast zu Ende. Ich gehe, wenn ich von Ästhetik oder ästhetisches Adjektiv ausgehe, von ästhetischer Kommunikation, das sind also keine schönen Begriffe, ausgehe davon aus, dass es sich um einen historischen Begriff handelt. Natürlich kommt er aus dem griechischen Aesthesis, Wahrnehmung, sensibles, also körperlich sensibles Verhältnis zur Welt. Aber ich denke, dass
das, was wir ästhetisch nennen, ästhetische Erfahrung nennen, sich eigentlich erst im 17. Jahrhundert einspielt und dann eben im 18. Jahrhundert Baumgarten und so fort begrifflich erfasst wird. Wie kann man sagen, was historisch spezifisch ist? Wenn man davon ausgehen kann, das ist die Grundthese von Production of Presence, dass wir uns immer und unvermeidlich, also im deutschen Sinn von anthropologisch, zu allen intentionalen Objekten in zweierlei Weise verhalten. Intentionale Objekte wären Wahrnehmungen, die zu Gegenständen in unserem Bewusstsein werden. Dass wir uns immer zu denen in zweierlei Weise verhalten und auch gar nicht anders können. Einmal durch Sinnzuschreibung, wenn immer sich etwas als intentionales Objekt in unserem Bewusstsein formuliert, können wir nicht Sinnzuschreiben. Das kann nicht gelingen. Aber selbst wenn ich in einer Sprache reden würde, die Sie nicht verstehen, würden Sie sozusagen immer schon den Impuls haben, bevor Sie abschalten, zu sehen, worüber ich rede. Aber zweitens befinden wir uns auch zu intentionalen Gegenständen immer und unvermeidlich in einem räumlichen Verhältnis, in einem Verhältnis, das konstituiert ist von unserem Körper. Das ist das, was ich die Relation der Präsenz, die Dimension der Präsenz nenne. Seit dem 17. Jahrhundert, und das ist sozusagen in genialer Weise komprimiert in Cogito Ergo Sum, wird in der westlichen Kultur, nur der westlichen Kultur, diese Präsenzdimension, diese Präsenzkomponente eingeklammert. Das heißt natürlich nicht, dass wir ohne Körper leben. Ja? Sie wird eingeklammert, das ist auch ganz interessant und das ist großartig, dass sie ganz stark eingeklammert ist im Rechtssystem. Ja? Im Rechtssystem, wir sind ein Rechtssubjekt und das blendet den Körper aus und das war einer der großen Fortschritte der bürgerlichen Revolution, dass das den Körper ausblendet. Wenn aber der Alltag in der westlichen Kultur seit dem 17. Jahrhundert tendenziell und immer mehr, also heute sind wir angekommen bei dieser Fusion zwischen Software und Bewusstsein, die Präsenzdimension, die räumliche Dimension, die körperliche Dimension ausblendet, dann ist genau das ästhetisch, dann sind genau jene Situationen, jene Kommunikationen ästhetisch, wo sich entgegen der Institutionalisierung des Alltags die Präsenzdimension auferlegt. Also zum Beispiel, wenn ich ein Gedicht rezitiere. Wenn ich ein Gedicht rezitiere zumindest, ist es nicht möglich, mich nur auf den Inhalt des Gedichts zu konzentrieren. Dann sind Sie immer auch konfrontiert mit der Prosodie. Ob die Prosodie in irgendeinem Verhältnis zur Semantik steht oder nicht, ich glaube, sie tut es nicht, aber das tut nicht zur Sache. Sie sind jedenfalls mit der Präsenzdimension konfrontiert. Und ich glaube, wir nennen seit dem 17. und seit dem 18. Jahrhundert all jene Interaktionen ästhetisch, indem es unmöglich ist, sich der Präsenzdimension zu entziehen. Nun glaube ich, und das habe ich ja implizit auch schon mit dieser Verbreitung, mit diesem dominierenden Verhältnis zur Zuhandenheit gesagt, dass seit dem 20. Jahrhundert, vielleicht seit Mitte des 20. Jahrhunderts und verstärkt heute, kulturell gesehen unsere Selbstreferenz nicht mehr ausschließlich eine kartesianische ist. Es gibt eine Tendenz, sowohl im Alltag, also das Early Morning Jogging, nicht die spezifischen Essvorschriften, die wir alle verfolgen, um unseren Körper fit zu halten, aber auch hybride Forschungsunternehmen wie Neurophilosophie, also ich setze keine großen Hoffnungen auf die Neurophilosophie, aber darum geht es gar nicht. Als Symptom ist das interessant, dass man Neurophilosophie zusammenbringen will. Ich glaube also, dass unsere Selbstreferenz heute wieder eine Selbstreferenz ist, die nicht nur subjektartig, nicht nur bewusstseinszentriert. Und das, meine ich, erklärt, warum wir diese Inflation von Alltagsästhetik haben. Ja, also wenn unser Körper, unsere Selbstreferenz wieder eine ist, die Raum, Sensibilität, Körperlichkeit einschließt, dann ist plötzlich diese Autonomie der Ästhetik gebrochen. Ja, deswegen kann einer ein Buch schreiben, was heißt In Praise of Athletic Beauty. Deswegen, ich glaube, das Wort wird bei Ihnen nicht verwendet, aber es gibt das Phänomen natürlich genau. Redet man in Amerika gerne von Artsy Food. Ja, das beginnt also bei einem Michelin-Star, das ist Artsy Food. Es gibt in San Francisco die prominenteste Catering Company in San Francisco, heißt Edible Art.
Und als ich das erste Mal hörte, 1990, war das noch so ein Jux oder irgendwie ein Wortspiel. Ich glaube, heute ist Edible Art einfach ein Brand. Ja? Das ist also Essen, was zwar Kalorien hat, aber auf die Kalorien kommt es wirklich nicht an. Sie wissen also, die Empfehlung ist, wenn man ein, zwei oder drei Sterne Essen isst, soll man vorher zu McDonald's gehen, damit man keinen Hunger hat. Weil das nun wirklich nicht, das dreht sich nicht um Kalorien, sondern es dreht sich darauf, dass man sich geradezu in buddhistischer Weise auf das Essen konzentriert. Mein Punkt ist, dass sowohl diese Durchbrechung der Autonomie der ästhetischen Erfahrung, also Inflation der Alltagsästhetiken, und auf der anderen Seite diese Omnipräsenz des Spiels, die Omnipräsenz des Spiels, dass die nicht identisch sind, aber dass darin eine Konvergenz liegt. Ja, ich denke, dass sowohl diese Tendenz zur Omnipräsenz des Spiels, Brainstorming, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Tendenz zur Omnipräsenz der ästhetischen Erfahrung, dass denen beide zugrunde liegt eine Dominanz der Zuhandenheit als Weltverhältnis. Eine Dominanz der Zuhandenheit als Weltverhältnis, sodass unser Verhältnis zum Spiel heute ein Verhältnis zum Spiel ist, was auf diese Dominanz der Zuhandenheit beruht. Am Ende eines Vortrags fragten sich dann, und wohin wird das in der Zukunft führen, vor allem im Land Hegels, wohin soll das führen? Früher hätte man gesagt, früher, vielleicht vor 10 und 15 Jahren noch, aber heute kann man das nicht mehr sagen, man hätte irgendeine Fortschrittsthese entwickelt, hätte gesagt, das führt zu einem besseren Leben der Menschheit. Wozu führt das, wenn Zuhandenheit unser dominantes Weltverhältnis ist? Meine erste Antwort ist, ich weiß nicht. Ich habe hier nur versucht, sozusagen den gegenwärtigen Status des Spiels zu beschreiben. Und die These heißt, Spiel und ästhetische Erfahrung entwickeln sich zur Omnipräsenz in ähnlicher Weise auf der Matrix des neuen dominanten Weltverhältnisses der Zuhandenheit. Aber vielleicht könnte man sagen, dass in einer Zeit, in der sich ein Gegenwartsbegriff entwickelt, den wir Anthropozän nennen, und der entweder beginnt mit dem Erscheinen der menschlichen Gattung auf dem Planeten oder mit dem ersten negativen ökologischen Impact der menschlichen Gattung auf dem Planeten und enden wird mit dem Verschwinden der menschlichen Gattung von dem Planeten, dass unter diesen Bedingungen ein dominantes Weltverhältnis der Zuhandenheit uns vielleicht größere Flexibilität in den Kämpfen um das Überleben der Menschheit geben könnte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Sepp. Also das war ein starkes Angebot. Ich rechne jetzt, ehrlich gesagt, mit sehr starken Spannungen. Ja, ich will das mal ganz kurz situieren, auch im Kontext der Konferenz. Ja, die Natascha Adamowski hat ja gestern eine sehr genaue Kultur, auch Diskursgeschichte, die Sondierung des Begriffs des Spiels vorgenommen. Und sie ist dann geendet mit Plessner. Und sie hat das Spielerische bzw. das Spiel gedacht über eine Idee der transformativen Performance, die uns Menschen einfach gegeben ist, von Plessner her gedacht, mit unserer exzentrischen Positionalität. Das heißt, es gibt, seitdem wir uns sozusagen uns aufgerichtet haben zum Homo erectus und die Hände freigesetzt haben, jenseits der Pfotenberührung, der Fortbewegung und des Greifens, in diesem direkten instinktiven Weltverhältnis, sozusagen zum Winken und die Augen eben zu einer Art von Welterkenntnis, die über unseren physiologischen Radius weit hinausreicht, also eine Weltsicht zu entwickeln, den Mund auch freisetzen zum Küssen, da gibt es ja diese schöne Adorno-Variante, nicht nur jetzt sozusagen zur Nahrungsaufnahme oder eben zum Schnobern, ne? Gibt es ja sozusagen diese transformative Performance, die daraus resultiert, dass wir in dem Moment unserer Verkörperung sozusagen ständig kompensieren, diesen Dualismus von Leib haben und Körper sein, also sozusagen unser
Weltverhältnis des Zuhandenseins und das Weltverhältnis des Vorhandenseins in der ständigen Spannung. Das ist aber, dass das überhaupt geht, nicht? Da ist die Voraussetzung, dass wir uns aus einem ganz bestimmten tierischen Status heraus entwickelt haben. Und Sibylle Krämer hat uns ja heute als ein wesentliches Charakteristikum des Spiels entwickelt, das Spiel nicht nur als Reversion und Intensivierung menschlichen Daseins, das würde nämlich zu der Plessner-These oder zur Verkörperungsaspekt sehr gut passen, dass wir sozusagen spielerisch etwas in der Schwebe halten müssen, was wir eigentlich gar nicht aufgrund unserer biologischen Verfasstheit wirklich balancieren können. Sibylle Krämer hat uns heute das Spiel sehr klar entwickelt, als in einer ihrer Thesen als gekennzeichnet durch prinzipielle Irreversibilität, und zwar durch Reversibilität vor dem Hintergrund der Irreversibilität der Zeitlichkeit menschlichen Daseins. Also wir würden sozusagen von Plessner her gedacht ganz anders als die Tiere sozusagen aufgrund unserer exzentrischen Positionalität ganz bestimmte Formen, in der wir unsere Körperlichkeit bewusst in Schwebe halten, mit vagen Motivationen, Auslösern sozusagen ständig ins Spiel, ins Spielerische bringen. Auf der anderen Seite ist das, was wir da tun, gerade dadurch gekennzeichnet, dass wir sozusagen nicht ständig konfrontiert sind mit der Geworfenheit unseres Daseins in der täglichen Wahrnehmung der Sukzession der Zeit zum Tode hin. Nicht? So, und demgegenüber steht natürlich die Reversibilität des Spiels, die suggeriert, ob das nun ein Theater ist oder eine andere Form von Play, dass wir sozusagen immer wieder von Neuem beginnen können, was im Leben eigentlich nicht möglich ist. Das setzt aber voraus, dass uns die Welt nicht nur einfach zuhanden ist, sondern die muss uns sozusagen bewusstseinsmäßig vorhanden sein. Und das würde wiederum bedeuten, dass Tiere niemals spielen können, wenn ich Frau Krämer richtig übersetze. Also das ist so ein bisschen so die Position, zu der du jetzt... Ich bin jetzt völlig missverstanden, weil ihr habt gesagt, die Schraube an Spiele. Ja, gut, also ich sehe es auf jeden Fall komplementär, den Vortrag, und gleichzeitig in einer ganz heftigen Spannung zu dem, was hier schon ist. Ja, aber es ist ja, also erstmal, ich meine, man kann natürlich sagen, kriege ich jetzt in 5 Minus, aber das ist ja fürs Kolloquium gut, oder? Ja, absolut. Nein, meine Befürchtung war eher, dass du sagen würdest, sehr schön, das haben wir alle schon gestern gesagt. Nein, natürlich. Es ist also sozusagen so, dass... Ich würde mal sagen, wenn man so den Diskurs, der bis jetzt im Kolloquium war, so wie ich ihn verstanden habe, so ein bisschen als sicherndes Relais nimmt, dass jetzt im Grunde genommen so ein Starkstrom drin ist, dass da eigentlich die Sicherung drin ist. Also vielleicht noch bevor es losgeht, eine Bemerkung, dass wir, also nicht, ich bin natürlich an Ihren Reaktionen interessiert. Sag mal, den plessnerschen Spielbegriff, also ich meine, ich war Schüler, kann man geradezu sagen, weil ich möchte so eine Schülerschaft nicht so gerne erwähnt wissen aus Konzern von Thomas Luckmann. In der Schule von Thomas Luckmann hat man so massiv Plessner gelesen. Die kenne ich. Ich würde auch gar nicht sagen, dass irgendwas von dem, was Plessner beschrieben hat, für mich implausibel ist, sondern es geht mir ja in dem dritten und vierten Teil, ausgehend von dieser ganz banalen Beobachtung, dass wir heute nicht mehr wissen, wer den Nobelpreis gewinnt. Ja? Also Gestalten wie Schrödinger und Heisenberg und Einstein gibt es nicht mehr, und nicht, weil die heutigen Physiker nicht so gut sind, sondern weil diese Art des Weltverhältnisses für uns weniger zentral ist. Also da habe ich mich mehr gefragt nach der Positionalität dessen, was zum Beispiel Plessner beschreibt. Also darum geht es sozusagen. Für mich wäre rein von der Diskussion, würde ich, ja vielleicht deswegen habe ich das versucht, was ich versucht habe, also so Heusinger, Plessner, also diese fantastische Tradition, die ist schwer zu trumpfen. Ja. Man kann sie sozusagen nur über den Stellenwert dessen, was da sich abspielt, in eine andere Perspektive bringen. Aber das war jetzt, ich will ja gerade keinen großen Konsensus produzieren. Nee, okay. Jetzt stehst du sozusagen dazwischen, komplementär und trotzdem in heftigster Spannung. Gut, so, jetzt machen wir mal eine Diskussion. Ja. Martin Zenk. Länger drücken. Jetzt kommt's. Es gibt ja bei, ich fange mit etwas Direktem an, womit Sie aufgehört haben. Es gibt ja bei Ihnen in Stanford ein vergleichbares Forschungsinstitut wie Mirkan. Und
meine These wäre, dass die Voraussetzung für die Bedingung der Möglichkeit universeller Zusammenhalt die Entdeckung des nicht-euklidischen Raums ist. Also wenn es ein Zeitraumkontinuum gibt und das herstellbar ist, wie der Live-Elektronik, siehe Stanford, siehe Irkan in Paris, dann können Sie so etwas darstellen. Mhm. Aber ich möchte mit etwas anderem beginnen. Also ich habe mich gewundert, warum Sie nicht eine schöne Schleife gezogen haben. Sie haben so wunderbar angefangen mit Voltaire, mit den Glücksspielen, seiner Auswanderung nach Berlin. Und die Glücksspiele, die konnte man gewinnen, die konnte man auch verlieren. Und es gibt zwei Arten von Spielen. Es gibt die Kartenspiele, dass man mit Frauen spielt, die verschachert werden. Und in Cosiva Tutte verlieren nachher alle. Das heißt, Alfonso gewinnt zwar die Wette, aber alle haben das Spiel verloren. Also ich wollte einfach darauf hinweisen. Und jetzt habe ich mich gewundert, warum Sie nicht in Ihrem schönen Kapitel über Affinität von Spiel und Imagination hier nicht wieder Voltaire reingezogen haben. Denn von Voltaire gibt es diesen fantastischen Artikel in der Enzyklopädie über die Imagination und über das Imaginaire. Und dort ist es genau dieser Überschuss des Unvorhersehbaren, ja, dass er, also das Nicht-Vorhandene, ja, was entdeckt wird im Spiel. Und jetzt könnte man eben eine schöne Schleife ziehen zwischen dem Beginn, den Sie gemacht haben, und Voltaires Artikel über die Imagination. Also ich habe mich eigentlich selbst gewundert, warum er im Artikel Imagination das Spiel nicht diskutiert. Aber das ist nur eine erste Bemerkung. Er könnte sein, tatsächlich aus biografischen Gründen, weil er das nicht so gerne gemacht hat, wenn man gewusst hat, wie viel Geld er mitspielen muss. Ja, klar. Das Zweite ist, da möchte ich mit Victor Turner ein bisschen argumentieren. Also Sie haben ja diese Entgegensetzung von der Ernsthaftigkeit des Alltags und der Heiterkeit des Spiels. Und Turner würde ja sagen, im Untertitel jedenfalls, vom Ritual zum Theater, vom Ernst des Menschenspiels. Und da hat er ja sozusagen diese doch sehr einseitige Vorstellung, dass der Ernst darin besteht, dass es liminale Grenzerfahrungen beim Spielen gibt. Ja? Wobei eben, das würde ich ihm entgegensetzen, vielleicht auch Ihnen zum Nachdenken anempfehlen, würde ich fast sagen, dass es ja auch auf der heiteren Seite des Spiels, in der Ausgelassenheit, durchaus eine Konvergenz sozusagen mit den Exzessen des ernsten Spiels gibt. Also das scheint mir wieder etwas zu sein, was mit Voltaire zusammenhängt, dass die Imagination einen Möglichkeitsraum erschafft, Dinge erfahrbar zu machen, die man ohne das Spiel überhaupt nicht erfahren würde. Eine kleine letzte Bemerkung, ich fand interessant, bei Roger Caillois, dass er in Les Jeux et les Hommes einen frühen Text über die spielenden Tiere zitiert, von 1907, von einem Herrn Groß. Und da gibt es dieses Umwerfspiel der jungen Bären. Also da wäre eben meine Überlegung, dass die jungen Bären dieses Umwerfspiel praktizieren, unter der Voraussetzung, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen. Aber im Laufe deren Leben, wenn es ernster wird, das Leben, und sie sich um den Nachwuchs zu kümmern haben, zumindest die Weibchen, verlieren sie diese Leichtigkeit und praktizieren nicht mehr das Umwerfspiel. Also hier scheint mir eine Parallele zwischen Kindern und Tieren da zu sein, dass mit der Rationalitätskontrolle der Verlust einhergeht, noch spielen zu können. Ich habe jetzt doch natürlich viel mehr, aber das ist. Sie haben so unglaublich anregend das aufgedröselt, sodass ich das Letzte noch sagen möchte. Ja, sagen Sie. Ich habe mich bei Ihrer Heidegger-Interpretation gewundert, warum Sie Heidegger nicht eigentlich auf die Sprünge helfen. Weil wenn er gegen Descartes ist, dann müsste er die sechste Meditation über den Schmerz einbeziehen. Und da fällt eigentlich der Dualismus von Descartes. Weil der Schmerz etwas ist, was sozusagen das Res Cogitans, die Res Cogitans und den Körper in gleicher Weise trifft. Also da ist sozusagen, der Schmerz trifft auf das Dasein im Sinne von Heidegger. Also es wäre jedenfalls, habe ich mal das Gefühl. Nein, sicher. Ja. Okay, vielen herzlichen Dank erstmal.
Ich fange bei Ihrer letzten Bemerkung an. Erstens, damit ich sie nicht vergesse, und zweitens, weil ich glaube, da können wir uns relativ schnell einig sein. Heidegger macht es zwar nicht klar in seiner Zeit, also the bad guy philosopher ist Descartes, aber es geht nicht um Descartes. Hm? Man könnte sagen, also mit der sechsten Meditation etwa ausgehend, dass Descartes selbst einer der am wenigsten kartesianischen Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts war. Also es geht, denke ich, bei Heidegger und auch bei mir, also ich bin sozusagen in der Hinsicht Heideggerian, um einen Begriff, der, weil das sozusagen die Tradition ist, mit dem Namen von Descartes verbunden ist, der immer durch das Werk von Descartes sofort zu unterlaufen ist. Und ich denke, das ist ja auch, ich meine, ich finde weiterhin, wenn ich diese Seite in seiner Zeit lese, also der schäumt derartig, das ist etwas peinlich geradezu, die zu lesen, aber es hat mit Descartes, also es hat sozusagen mit den Schriften von Descartes und einer differenzierten Position, schon gar nicht einer historisch differenzierten Position, wenig zu tun. Die Polemik hingegen in seiner Zeit, also how could I not, ist mir schon sympathisch. Es geht natürlich um das Einklammern der gesamten Präsenz oder somatischen Dimension. Und insofern, also ja, okay. Jetzt versuche ich, so kompakt es geht, weil anscheinend, was mich sehr freut, mehr Fragen sind, einzugehen auf Ihre Bemerkungen. Ganz wichtig ist natürlich das mit der neuen physikalischen Raumdimension. Also das, als Sie das sagten, warum habe ich das selbst nicht gesagt? Das ist natürlich eigentlich, meine ich, der stärkste Beleg für die Intuition, dass sich in unserem Verhältnis zu Raum was ändert. Und das ist sozusagen die Prämisse dessen, was ich am Ende entwickle. Das ist die Prämisse meiner These und ich danke Ihnen einfach, weil ich jetzt wirklich denke, dass in einem ganz konkreten Sinn die These dadurch stärker ist. Ja, also etwas weniger spekulativ und sozusagen eine Referenz hat, die sozusagen an Prestige, das ist ja das Tolle, nicht zu überbieten ist. Zweitens, Imagination und Voltaire, also wie es so geht, ich, statt Ihnen jetzt eine komplizierte Begründung vorzulegen, habe ich gesagt, will ich sagen, also ich habe einfach an den Artikel Imaginär von Voltaire nicht gedacht. Ich arbeite im Moment an einem Buch über Diderot, sehr intensiv, das 18. Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert ist mir im Moment sehr nah. Und weil das Buch über Diderot ist, die Enzyklopädie auch, ich kenne auch den Imaginär, also es ist einfach sehr schön, was Sie sagen. Wenn ich jetzt doch noch so anfügen würde, ja, als Fußnote, wie man gerne vor allem in Südamerika sagt, für mich ist natürlich zentral in dem Begriff der Imagination, in der Nietzschen-Tradition des Begriffs, die, glaube ich, auch sagen, von der Plausibilität her gar nicht zu leugnende Körpernähe sein kann. Und die ist natürlich bei Voltaire, also in der Enzyklopädie Matikel überhaupt nicht drin. Also insofern wäre das historisch gesehen, wie Sie gesagt haben, mit Glück, also in Verbindung mit Glücksspiel und so weiter, ein großartiger Artikel. Aber für das, was mir nachher sozusagen als Fluchtpunkt der Argumentation richtig ist, wäre es nicht ganz der Imaginationsbegriff, den ich gebrauchen kann. Da. Aber also wenn ich das je, wenn ich daraus je ein Essay oder was mache, dann kommt der sicher vor. Also das ist schon die zweite Sache, die ganz sicher vorkommt. Drittens, Turner. Ich habe nicht von der Heiterkeit des Spiels geredet. Ich habe nur von dem Ernst des Alltags geredet und habe gesagt, der Ernst des Alltags ist phänologisch gesehen der Hintergrund für das Spiel. Aber ich habe bewusst nicht, also das war jetzt glücklicherweise bewusst von der Heiterkeit des Spiels geredet, weil ich also erstens aus eigener Erfahrung, also meine eigene Erfahrung, Spiel ist tatsächlich, ich kann keine Woche aushalten, in der ich nicht live irgendein Sportereignis bin, live. Ja, und das ist natürlich die ernste, also American Football dauert 3 bis 4 Stunden, das sind die ernsten 3 bis 4 Stunden der Woche. Und wenn da irgendeiner einen Witz macht oder was, oder nicht aufpasst, also meine Frau will mittlerweile nicht mehr mit mir mitgehen, weil ich dann so streng mit den Leuten vor mir bin, die da quatschen oder so. Das ist ganz ernst, es ist ganz ernst. Allerdings würde ich, also dass es Fälle gibt, wie die Turner beschreibt, dass dieser Ernst mit Liminalität zu tun hat, ist natürlich völlig klar. Ich würde das so nicht assoziieren. Das Wesentliche ist für mich, und das ist wiederum eine Affinität etwa mit dem Kantschen Begriff der Autonomie, ja, der ästhetischen Autonomie, dass diese Ernsthaftigkeit sozusagen abgesetzt ist, disconnected wäre ein schöneres Wort, ja, also unterbrochen, es gibt eine Unterbrechung zwischen dieser Ernsthaftigkeit und der Ernsthaftigkeit des Alltags. Ja.
Es gibt eine Ernsthaftigkeit von Messi, wenn der läuft, von Cristiano Ronaldo vor allem, wenn den Freistoß schießen. Aber die Ernsthaftigkeit ist abgesetzt von Cristiano Ronaldo, der bekanntlich keinen Manager hat, von Cristiano Ronaldo, der dann über Investitionen nachdenkt. Und das meine ich mal primär. Das ist dann im Rahmen der Ernsthaftigkeit des Spiels sozusagen, ich würde sagen, nicht notwendig, aber phänomenal gesehen, eine starke Tendenz zur Assoziation mit Liminalität gibt, sehe ich so. Aber ich würde erst mal von einer primären Ernsthaftigkeit des Spiels reden. Deswegen habe ich nicht von der Heiterkeit des Spiels geredet. Bescheid die Heiterkeit des Spiels, die würde ich eher assoziieren mit diesem Gefühl, ach, warum spielt es denn hier, weil das schön ist? Ne? Aber das ist sozusagen schon immer von außerhalb des Spiels. Ich erinnere mich daran, das war doch so toll, als wir Karten gespielt haben oder als wir Tennis gespielt haben. Aber während des Tennisspiels wollte ich den Gegner immer umbringen. Und schließlich bei Kaiwa, ich würde jetzt, weil Sie auch den Horizont so schön erweitert haben, einfach über Kaiwa hinaus, also mit den Bären, noch auf einen Text verweisen wollen, der für mich sehr wichtig war bei der Reflexion zu diesem Vortrag, towards this lecture, für den ich aber sozusagen keinen Punkt des Zitierens gefunden habe. Den können Sie alle auf dem Web finden. Das ist ein zweiseitiger Text von Gregory Bateson, der keinen Titel hat, der über das Spiel von Tieren geht. Bateson hat ja einen kurzen Essay geschrieben, wo er die Spielregeln, also entweder die Spielregeln, die sich sozusagen beim Spiel ergeben oder die festen unterscheidet. Und dieser Bateson-Text, ein sehr früher Bateson-Text über das Spiel der Tiere ist interessant, zwei Seiten Text und 10 Seiten Selbstannotation. Und das ist also im Hinblick auf Intuition, aber auch im Hinblick auf sehr, sehr interessante Unterscheidungen, die ich gar nicht systematisch aufgewählt habe, das ist der Hinweis, den Sie mir die Gelegenheit gegeben, allen zu geben. Ja? Und zwar Bateson, also ich habe das gefunden mit Bateson Animal Play. So ist das. Das ist beim bibliografischen System. Genau, wir hatten jetzt noch 3 Wortmeldungen und danach würde ich Sie gerne eher so in die Privatheit eines Glases Wein mit uns entlassen. Deshalb erste Wortmeldung, zweite Wortmeldung. Soll ich jetzt längere oder kürzere Antworten geben? Das kommt drauf an, wie sehr Sie den Rheinwein mögen. Ne? Ich fasse mich mal kurz bei den Fragen. Also zum einen habe ich, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung betrifft eine Diskussion, die wir heute Nachmittag schon hatten, und zwar die Mensch-Tier-Differenz. Inwiefern, ich würde sagen, dass es schwierig ist, das rein systematisch anzugehen. Ja, zwar, ja also das wollte ich sozusagen bewusst. Nee, aus dem Grund, dass ich glaube, dass eben gerade bei dieser Mensch-Tier-Differenz ganz wichtig ist, diese historische oder wissenschaftshistorische Dimension mitzudenken, ja, in welcher Zeit diese Differenz auf welche Weise gezogen wird. Ne? Und das ist eben, und da, also ich würde jetzt nicht wieder auf die politische Entwicklung von Heidegger eingehen, aber es ist sicherlich was in der Zeit durchaus mitgedacht werden muss, sozusagen, wann Ende 20er Jahre er zieht die Grenze auf die und die Weise, ja, also zwischen Mensch und Tier. Und wir wissen ja, was diese Differenz dann, wie die auch benutzt wurde, eben gerade im Nationalsozialismus dann entsprechend, um eben auch Humandifferenzierungen dann entsprechend zu legitimieren und auch die Vernichtung der Juden zu legitimieren. Und, oder nicht zu legitimieren, aber zumindest durchzusetzen. Also das ist die eine Merkung, dass sozusagen das muss mitgedacht werden, insofern, dass man auch... kann man eben auch sehr schön sehen, auch wenn man weiter geht, wie das jeweils auch in Präsentationsformen, Freakshows, Völkerschau und so weiter, wie das jeweils unterschiedlich immer gezogen wird, diese Differenz. Und entsprechend ist natürlich auch bezeichnend, dass wir heute also von Tierrechten sprechen, von was Sie gesagt haben unter dem Stichwort der politischen Korrektheit. Das war nur so eine Anmerkung. Die andere, also dann habe ich eine Frage zu den, zur Zuhandenheit bei Heidegger. Also ich bin kein Philosoph, ich muss auch gestehen, Lektüre. Ich habe seine Zeit irgendwann mal im jugendlichen Leichtsinn tatsächlich komplett ohne philosophischen Lehrer mir selbst irgendwie durchgelesen, ja, soweit ich das konnte. Insofern ist es aber auch schon lange her. Aber soweit ich in Erinnerung habe, ist der Begriff der Zuhandenheit, ist das eine zentrale Beispiel der Hammer, nicht wahr? Ist das die Stelle? Genau, also der Hammer und das, was Sie gesagt haben, auch mit der Produktivität, die da drin steckt. Da würde ich doch nochmal nachfragen wollen, kritisch nachfragen wollen, ob das, ja, diese Dimension des Spiels, die ist, scheint mir doch irgendwie doch recht eindimensional zu sein, in dem Sinne, dass es ist zwar nicht intentional, also da würde ich Ihnen recht geben, also natürlich geht es nicht von einem Subjektbegriff aus, dass hier eine intentionale Handlung erfolgt, wie ich den Hammer in die Hand nehme.
Aber es ist doch so, dass Heidegger ja doch behauptet, dass sozusagen in der Form des Hammers die Art der Verwendung eigentlich schon angelegt ist. Also das steckt ja auch in diesem Zuhandenheit mit drin. Es ist handlich, es ist hand. Ja, und das, also sozusagen, es gibt einen sinnvollen Gebrauch von Werkzeugen. Und da sehe ich irgendwie doch eine Spannung zum Begriff des Spiels oder zum Spielerischen. Ja, Sie sind ein ganz schöner Heidegger-Spezialist, oder? Sie sind ein ganz schöner Heidegger-Spezialist. Überhaupt nicht. Nein, ganz gar nicht. Also es ist wirklich so, das ist mir nur eine Erinnerung gegeben. Und ich würde eben sagen, dass tatsächlich da das Spielerische, was ist denn mit dem uneigentlichen Gebrauch von Gegenständen? Ist das nicht gerade etwas Spielerisches? Ist da nicht etwa, ist da nicht eine Dimension drin, die gerade unproduktiv ist? Also Sibylle Krämer hat heute Nachmittag von Löchern in der Zeit gesprochen, die Spiele auch verursachen. Also genau, also wenn man jetzt Computerspiele oder was auch immer, dann ist das natürlich nicht unbedingt produktiv, was man da tut. Also insofern würde ich sagen, also ich verstehe diese These als Beobachtung hier, Produktivität, Spiel, Brainstorming, überall sind Spiele, aber gibt es nicht diese andere Dimension des Spielerischen als ein unproduktives und steckt nicht da vielleicht sogar etwas wie ein widerständiges Potenzial, was durchaus auch, also was ich als etwas Positives empfinde, weil es irgendwie doch eine Widerständigkeit, die auch mit der Widerständigkeit des Ästhetischen vielleicht einhergeht, ja, also gegen eine Produktivität, gegen eine bestimmte Logik vielleicht auch des neoliberalen Kapitalismus und so weiter. Also, ja, okay. Gut, vielleicht so laut. Letzte, lass ich mal weg. Okay, ihr erster Punkt ist sehr, sehr schön, und also, obwohl es ja furchtbar ist, wenn man immer so Konsens dann herstellt und unterstreicht, aber Sie haben also sozusagen hermeneutisch, also in der Reflexion auf die historische Situation, Dinge gesagt, also über Heidegger und ich hoffe implizit auch über meinen eigenen Versuch, die sehr wichtig sind, also die ich hätte sagen sollen, aber am Ende war der Vortrag dann ohnehin doch wieder zu lang. Ich will nur darauf hinweisen, ich habe ja gerade die Weltarmut nicht übernommen, sondern der Stellenwert dieses Eingehens auf Heidegger und der These der Weltarmut war, wie kommt es, dass er auf diesen 150 Seiten, die schon imposant sind, ausgerechnet auf das Spiel nicht eingeht. Ja? Und sage dann, also auf der anderen Seite gibt es zwischen dieser verhaltensforscherischen Beschreibung des Tierspiels und der klassischen, also Plessner eingeschlossen, Beschreibung des Spiels der Menschen so viel Schnittmenge. Versuch mal, ob du sozusagen einen Begriff entwickeln kannst, der jetzt nicht sagt, es sei genau das Gleiche, aber der sozusagen auf beide Seiten angeht. Also ich will sagen, dass die Differenz, die kategoriale Differenz, die Heidegger typisch für seine Zeit und nicht nur in Proto-Nazi-Deutschland, aber da natürlich ganz besonders etabliert, genau das ist, was mich provoziert, einen anderen Begriff zu suchen. Ne? Also ich meine, ich habe dann zweimal mal politisch korrekt gesagt und so, aber das, also diese Differenz ist auch ja sozusagen von der Plausibilität heute nicht auszuhalten, dass das so klar, also Weltarmut und Weltschöpfung. Was jetzt den Begriff der Zuhandenheit, Vorhandenheit angeht, ich meine, ich will jetzt auch gar nicht Heidegger philologisch oder Heidegger hermeneutisch argumentieren. Vielleicht ist es nicht nur bei mir so, sondern der Versuch, also bestimmte Heidegger-Begriffe jetzt kanonisch zu interpretieren, scheitert immer. Ja? Weil also definieren ist nicht irgendwas, argumentieren auch nicht, was eine Stärke von Heidegger ist. Also ich würde immer sagen, Heidegger ist wie so ein Feuerwerk von Intuition. Ja. Manche sind ganz toll und die kann man weiter verwenden. Und ich denke, eine der großen Intuitionen ist die Unterscheidung von Vorhandenheit und Zuhandenheit. Ob mein Begriff der Zuhandenheit am Ende der ist, den Heidegger meinte, wenn wir erstens nie wissen, weil er gestorben ist schon, und zweitens ist mir das auch nicht sehr wichtig. Ich möchte sozusagen einen Begriff der Zuhandenheit Ihnen vorgestellt haben und entwickelt haben, der die These plausibel macht, wenn das möglich ist, dass natürlich unser Leben, unsere Welt heute nicht eine Kultur und eine Welt der ausschließlichen Zuhandenheit ist. Aber deswegen habe ich mit diesem eigentlich banalen, aber ich finde doch ganz interessanten Beispiel der Popularität der Nobelpreisträger angefangen. Ja? Also ich denke, die 20er, 30er Jahre waren eine Zeit kulturell gesehen, wo das Verhältnis der Vorhandenheit emblematisch und zentral war. Und ohne dass wir das je gemerkt haben, ist das sozusagen heute nicht mehr der Fall. Und das ist der Begriff der Zuhandenheit, der mich interessiert. Und das ist ein Begriff, also das sollte ein Begriff der Zuhandenheit sein,
der zum Beispiel so etwas wie Brainstorming einschließt, weil ich denke, Brainstorming ist nicht dasselbe wie ein philosophisches Oberseminar. Also ich denke, die Form des Brainstormings hat immer eine Praxis, also im Sinn von Zuhandenheit, immer eine Praxisanbindung, aber erlaubt sich sozusagen, das ist das Spielerische daran, via Imagination sich von dieser direkten Anwendung zu entfernen. Letztes Beispiel, weil es begrifflich sehr schön ist, also ich habe einen Undergraduate-Studenten gehabt, mit dem ich zufälligerweise als ein Independent Reading, man trifft sich jede Woche und diskutiert eine Stunde, ein Independent Reading über seine Zeitgeschichte. Und der kommt eines Tages in, die, also in mein Büro und strahlt so und ich sage, Justin, what happened? Und hast du eine neue Freundin? Also der ist ja neu am Gay, so okay, dann hast du einen neuen Freund. Sagt er, nee, my friend and I wrote an app, also an application and we sold it. Und ich wollte natürlich wissen, wie viel Geld ich dafür gekriegt habe. Und dann frage ich ihn, und das ist jetzt Zuhandenheit, was ist das Wichtigste für dich, also dass er das App geschrieben hat? Ich dachte, er sagt entweder, dass wir das Programm geschrieben haben, oder er sagt, dass die beiden zusammen 18 Millionen gekriegt haben mit 18 Jahren für den App und verkauft haben. Und was er gesagt hat, ist großartig, und das war auch das war eine spontane und interessante Lesung, that it runs. Ja? Also nicht, dass das Programm als Programm toll ist, sondern dass das auf den bestehenden Computern läuft. Ja, das ist, denke ich, die Vorrangigkeit, die Priorität von Zuhandenheit, das meine ich. Und daran hat Heidegger sicher nicht gedacht. Ja, sehr herzlichen Dank für den Vortrag. Ich finde es sehr gut, dass du dir überlegt hast, das Spiel zuerst noch einmal in der Perspektive, die mehr oder weniger üblich ist, wie Spiele angesehen werden, quasi der kanonische Spielbegriff, um dann zu sagen, wir müssen über den hinausgehen. Und mein Einfallstor, um darüber hinauszugehen, ist die Frage nach dem Spiel des Tieres, das man nach der traditionellen Lesart eher negativ beantworten würde. Ich will es positiv beantworten. So. Ja, das war ganz wunderbar beschrieben. So, und jetzt das Ganze aber mit Heidegger. Ausgerechnet mit Heidegger. Ja, das ist komisch. Und es ist so, dass ich einfach finde, man muss doch radikaler sein. Es geht in der Tat darum, den traditionellen Spielbegriff zu erweitern, sodass er nicht so eng auf eine Heiligung des bewusstseinsmäßigen Spielenkönnens oder wie auch immer hinausläuft. Aber mein Einfallstor, um zu diesem radikaleren Spielbegriff zu kommen, war unser Sprachgebrauch. Ich habe das schon mal angedeutet. Der Wind spielt mit den Wellen, der spielt mit den Blättern, das Lächeln um die Lippen. Wir haben diesen intransitiven Gebrauch. Da wird nicht etwas gespielt, sondern da wird im Grunde genommen nur auf eine Bewegungsfigur abgehoben. Und das ist die des Oszillierenden auf, ab hin und her, einer fast stehenden Bewegung, die immer wieder zurückkehrt, statt nach und nach, wie es im Leben so zugeht, auf oder radikal abzubauen. Und deshalb mein Vorschlag, also wohlgemerkt, die Intention ist gut, zu einer Kritik der herrschenden Spieltheorien zu kommen, aber ich habe große Probleme, dafür die Heideggersche Unterscheidung von Zuhandenheit, da würde ich das genau teilen. Ich glaube sogar auch, dass dieser Begriff der Zuhandenheit eigentlich was anderes meint. Aber jetzt siehst du schon die Richtung. Man kann es nur radikaler sehen. Klar, man kann auf Heidegger verzichten. Naja, also erstmal danke ich dir, also erstens für die so schöne Beschreibung dessen, was ich wollte. Das ist wirklich, also, beautiful. Und auch die Kritik, weil also man muss sich ja immer für Kritik bedanken, aber eigentlich sind wir nicht so dankbar. Aber die ist doch immerhin so, dass ich einen Impuls habe, über die Strategie nachzudenken. Ja? Also, ich will zuerst nochmal betonen, ich glaube, das habe ich auch so als fußnotenartig im Vortrag gesagt, dass ich auf der einen Seite gerade das Unzureichende dieser Passage aus den Grundbegriffen der Metaphysik zum Anlass für ein Neudenken nehme und dann blöderweise mit einem Heidegger-Begriff komme, um was anderes zu machen. Also, ja, das ist komisch. Also, ich meine, ich verstehe völlig die Reaktion. Ich kann ja nicht mal sagen, dass der Begriff der Zuhandenheit der späte Heidegger ist, nein, es ist der frühe Heidegger auch. Die erste
Rettungsaktion, aber dann möchte ich was Interessanteres sagen, ist, was ich gesagt habe, also ob das der heidnische Begriff der Zuhandenheit ist oder nicht als Begriff, I don't really care. So wie ich denke, dass die Art und Weise, wie ich in Production of Presence sein verwende, wahrscheinlich nicht das ist, was Heidegger gewollt hätte. Ich meine, das ist, wir denken nicht nur, wenn der Autor tot ist, ist das ein Recht, was man hat, wenn man denkt. Mir scheint der Begriff eigentlich von dem Signifier, also das Wort, ja, Zuhandenheit ist ein starkes Wort. Die Suggestion sozusagen dieser Nähe, nicht nur der Weltnähe, sondern die, so wie mein Student sagt, it runs. Ja? Also, was interessiert dich an dem App, den du geschrieben hast, that it runs? Das ist sozusagen, wie ich vorhanden verstehe. Aber jetzt will ich sagen, dass was du nur in Andeutung in deinem Vortrag gesagt hast, also diesen deutschen Sprachgebrauch, wie der Wind spielt mit den Blättern. Ja? Ich habe jetzt deinen Vortrag leider nicht gehört. Das würde mir eigentlich sehr gut gefallen, im Hinblick, jetzt will ich gar nicht sagen, auf meinen Begriff der Zuhandenheit, sondern im Hinblick auf die Richtung, die ich gehen will. Denn der Wind spielt mit den Blättern, das ist eine Assoziation, die ich mit Brainstorming haben würde. Ja? Wobei Brainstorming, das ist das Eigenartige, man muss ja sagen, ja, entweder oder. Entweder ist es wie Spiel mit den Blättern oder ist es praktisch. Aber das Interessante an Brainstorming, als der zentralen Formwort, ist ja nicht nur bei Ökonomen oder so gegeben, oder diese Sache, we hire people who are interested. Das Interessante ist, dass das sozusagen ein Spiel des Winds mit den Blättern ist, was von sozusagen der praktischen Dimension nie abgelöst ist. Ja? Also, es kommt ja auch bei dem Brainstorming nicht so zu einer Applikation, dass man so, jetzt haben wir den Beschluss gefasst und jetzt machen wir XY, sondern es ist eigentlich die Funktion von Brainstorming, wie man das immer nennen will, ist inspirierend. Also du hast so eine Diskussion und danach gehen alle in ihre Büros oder wo sie immer hingehen und denken sozusagen schärfer, komplexer, mit mehr Imagination und so weiter. Also in dem Sinn denke ich, dass das, was offenbar deine zentrale Intuition ist, von dem, was ich unter Zuhandenheit nennen wollte, so verschieden nicht ist. Also auch nochmal mit diesem Justin. Ja? Also das war erstmal, was ich großartig fand natürlich, ist wirklich, dass ihn die 18 Millionen am wenigsten interessiert hat. Ja, der weiß natürlich auch, dass er bald wieder ein Erb schreibt, dann kriegt er noch mehr Geld. Und jetzt will ich nur noch, also wegen der, weil die Story so schön ist, dann habe ich ihn gefragt, what did you do with the 9.5 million that you got? Also der ist der Sohn eines Bäckers, der aus Nordkorea gekommen ist. Sein Vater ist Bäcker in Chicago. Und dann sagt er, oh, I gave the money to my dad, because you always wanted to try the stock market. Das fand ich großartig. Ja. Also, das hat auch mit Spiel sozusagen zu tun. Das Geld ist sicher alles weg heute schon. Und das ist nicht interessant. Und was interessant ist, ist sozusagen das Spiel. Ja, wir haben, also mein Freund und ich haben diesen App entwickelt und er läuft. Aber das Laufen ist eigenartigerweise, ich will nur sagen, das ist so eine konzeptuelle, ganz, ganz eigenartige Situation. Das Laufen ist von den 18 Millionen relativ weit weg. Das ist so die Art von Phänomenologie, die ich beschreiben würde. Okay, hier hätten wir noch eine Meldung, bitte. Als Mediziner frage ich banaler. Sie haben sich ja primär mit der Sonnenseite des Spielens beschäftigt. Ich wollte mehr die Schattenseite beleuchtet wissen, vielleicht ganz kurz. Wir kennen ja die Spielsucht und die jungen Leute, die heute durch die Spieltriebe doch in alle möglichen aggressiven Formen hineingetrieben werden und nichts mehr anderes sehen im Leben als nur diese Aggressionsspiele. Erstens, wie stehen Sie dazu? Und zweitens, gibt es so etwas im Vergleich auch im Tierreich? Tja, das weiß ich nicht. Also ich meine, mir ist das unsympathisch natürlich. Ich habe aber, also wenn immer ich versuche, weil mich das schon interessiert, zu sehen, ob es tatsächlich eine Affinität zwischen realer Aggression gibt, also realer physischer Aggression, und Leuten, die Aggressionsspiele spielen, so scheint mir die dominante statistische Auskunft zu sein, dass eher nicht oder insignifikant. Also es ist nicht so, dass die Leute, die beständig diese Aggressionsspiele spielen, nachher auch Leuten ins Gesicht schlagen.
Es ist leider auch nicht so, dass Leute sozusagen ihre Aggressivität loswerden. Es ist so ähnlich, wie die New York Times mal geschrieben hat, über was ist der Effekt von Psychoanalyse. Das war nicht ironisch gemeint. It is exactly equivalent to the passing of time. Also, jetzt müssen wir warten an dieser Stelle, oder? Ich finde das ganz toll. It's exactly equivalent to the passing of time. Ist nur teurer. Also, es scheint so zu sein, dass es weder eine negative noch eine positive Relation gibt zwischen den Aggressionsspielen. Was mir an den Aggressionsspielen, oder nicht nur an den Aggressionsspielen, sondern an einer Spielsucht, die als solche selten prädiziert wird und problematisiert wird, im elektronischen Zeitalter am meisten auf die Nerven geht, ist dieses totale Absorbiertsein von diesem Spiel. Was denke ich, dadurch, dass es sozusagen, Sie müssen nicht in irgendeine Kneipe oder in eine Spielhalle, sondern Sie haben das immer schon zu Hause. Also was ein Absorbiertsein des Lebens in diese Spiele ist, als Sucht, was absolut ist, was diese Leute sozusagen aus der Menschheit eliminiert und was eben dadurch, dass es privat ist und nicht in der Öffentlichkeit stattfindet und keine ökonomischen Konsequenzen, also primär keine ökonomischen Konsequenzen hat, sozusagen Diagnose- und therapieresistent ist. Also die Zahl der Leute, die sozusagen nichts mehr anderes machen, als irgendwelche Spiele spielen, irgendwelche elektronischen Spiele spielen, ist sicher auch proportional größer als je zuvor, ist aber nicht sichtbar. Und das scheint mir sozusagen in einer Typologie, Symptomatologie, Pathologie der gegenwärtigen Kultur enorm. Die statistische Auskunft, das ist wie immer bei Statistiken, gibt es immer auch gegenläufige Statistiken, die mir plausibel scheinen, nämlich dass die Konsequenzen im Hinblick auf aktuelle Gewalt weder positiv noch negativ nachzuweisen sind, ist eher tröstlich, es könnte ja auch schlimmer sein. Aber das ist die langweilige Antwort auf Ihre interessante Frage. Ich habe gerade gehört, dass ich eben Sie übersehen habe, es tut mir total leid, deshalb gebe ich Ihnen jetzt noch das Mikrofon. Ja, danke schön. Also als Naturwissenschaftler fand ich das extrem interessant, wie Sie... Jesus, ich habe so eine Angst gehabt, wenn ich das als Naturwissenschaftler fand ich das... Nein, also als Naturwissenschaftler fand ich das extrem interessant, wie Sie das Brainstorming und auch die Nobelpreise in Bezug gesetzt haben zum Spiel. Und da gibt es beim Heisenberg in seiner Biografie, gibt es eine ganz interessante Stelle, finde ich, vielleicht in diesem Zusammenhang. Und zwar wird dort beschrieben, wie die verschiedensten Physiker in den Jahren, in denen die Quantenmechanik entwickelt worden ist, in Göttingen über die Bälle gegangen sind, mit verschränkten Rücken und diskutiert haben. Mhm. Und er schreibt tatsächlich in seiner Biografie, benutzt er das Wort von Gedankenspiel. Mhm. Die geben sich dort also einen Spielraum, ganz im Sinne ihrer These, dass das, oder ihrer Einführung, das müsste ihnen so leer sein, das hatte seinen speziellen Art, das war mit physischer Beteiligung. Und diese Quantenmechanik, die dort entwickelt worden ist, die hatte natürlich einen riesen Impact auf die weitere Entwicklung nicht nur unseres Denkens, sondern auch, wenn man jetzt an die iPhones denkt, letztendlich auch an unsere Technik. Man ist dort damals, das war aber beziehungsweise auch eine Biografie, spielerisch zu mathematischen Wahrheiten. Also der Ziel des Spiels war tatsächlich eine Wahrheit, aber andererseits ist das spielerisch eben angegangen worden. Und so ganz im Nebengang, ohne eigentlich vielleicht beabsichtigt zu sein, hat es zu einer neuen Weltbeschreibung zunächst mal geführt und dann in der Reaktion der Welt da auf die Beschreibung zu einem neuen Weltbild. Und deswegen würde ich ganz gerne fragen, kann man nicht, wenn man diese Nähe zum Spiel hat, also kann man nicht auch gerade eine Nähe zum Spiel gerade in der institutionellen oder institutionalisierten Ernsthaftigkeit, so wie sie in den Naturwissenschaften vorkommt, aber auch so, wie wir das hier heute Abend zum Beispiel betreiben, vermuten. Ja, also drei Sachen, weil das war sehr kompakt und toll. Zum Ersten denke ich, ist ganz wichtig, und das macht die ganze, sozusagen das ganze Panorama komplexer, dass möglicherweise in der gesamten Geschichte der Naturwissenschaften, aber sicher im frühen 20. Jahrhundert, und vielleicht sagen kann, von der öffentlichen Resonanz, dem großen Zeitalter der Naturwissenschaften. Also die großen, die Nobelpreisträger waren nie so populär wie also zum Beispiel, dass der Schrödinger mit Nobelpreis 33 nach den Sommerferien 33 gesagt hat, er geht nicht zurück nach Berlin, war das Schlimmste, was den Nazis passieren.
Nobelpreisträger dann mal zu sich geworden ist. Und Schröder gesagt hat, nein, er ist kein Deutscher, sondern Österreicher. Ja. Dass auch in dieser Zeit die Produktivität ans Spiel gebunden war. Ne? Also Schrödinger zum Beispiel, nach meines Wissens, hat die zentrale Gleichung seiner Zentrale, für die er dann den Nobelpreis gekriegt hat, war Skiferien in Davos gesehen, deren Schwierigkeiten waren, dass er gleichzeitig mit zwei Frauen auf Skiferien war. Die wussten nichts voneinander. Ja? Also in dieser Spielsituation hat Schrödinger die entscheidende Gleichung gefunden. Das ist typisch Schrödinger. Ich denke, die Differenz liegt darin, dass das war schon in dieser Situation, ich will jetzt nicht sagen, schon immer, wenn man sagt schon immer, es ist immer problematisch, auch uninteressant, was jedenfalls, also die Produktivität dieser großen Physiker, Einstein ist ein ähnlicher Fall, wenn man Peter Gerlison liest zum Beispiel, die Produktivität der Physiker, dieses großen Moments der Physik und der Naturwissenschaft ist gebunden ans Spiel, aber sie wird wahrgenommen öffentlich ganz anders. Sie wird wahrgenommen als total ernsthafte Produktion von Wahrheit, die sie auch sein will. Also das ist dann der Diskurs von Einstein, von Heisenberg, Weltformel und so weiter und so weiter. Ich denke, die Differenz liegt heute darin, dass, stelle ich mir vor, die Produktivität, also ich kenne Steve Chu zum Beispiel ganz gut, also unser Nobelpreisträger ist einer der fünf, die ich kenne, dass die Arbeitsweise in seinem Lab ganz ähnlich ist wie im frühen Jahrhundert, aber dass die Resonanz sozusagen, ja, dass die Resonanz und das, was wir sozusagen für typisch für unsere Zeit halten, eine ist, die man sozusagen, wo dieser Begriff des Spiels mehr im Vordergrund steht. Nicht? Also Ihre These ist ja, das war schon immer, die intellektuelle Produktivität war schon immer ans Spiel gebunden. Aber, würde ich dann hinzufügen, im frühen 20. Jahrhundert war sozusagen die öffentliche Resonanz und Inszenierung anders, während heute ist auch die Inszenierung anders. Ne? Und dadurch kommen dann Dinge, die man sozusagen eher als Ingenieursrichtung beschreiben kann. Das ist ja auch ganz interessant, dass also die, im frühen 20. Jahrhundert waren die Ingenieurswissenschaften nicht in der Uni unterzubringen. Deswegen gibt es TUs. Ja? Heute ist das fast umgekehrt. Also, bei uns nennt man, ich weiß nicht, bei euch auch, mittlerweile die klassischen Naturwissenschaften, ich weiß, the classical sciences, ganz offiziell im Vorlesungszeit von Stanford. Das ist auch ein Unterschied in dem Fall, also das ist sozusagen eine andere Selbstinszenierung. Das drittens und letztens, und das ist mir fast am wichtigsten, diese Art von Spiel und dieser Begriff von Spiel, also den möglicherweise Sibylle Krämer viel schöner und besser beschrieben hat als ich, das wäre die Affinität, also mit dem das Spiel des Winds, mit den Blättern zum Beispiel, oder was ich auch versucht habe, ich denke jedenfalls, dass es da eine Konvergenz gibt, dass das absolut zu institutionalisieren wäre an der Universität als Formel für intellektuelle Produktivität. Und das ist der Grund, und da komme ich jetzt auf meinen Mainz-Besuch vor einigen Monaten zurück, warum ich so fatal finde, dass die Geisteswissenschaften Wissenschaften heißen im Deutschen. Weil durch diesen Ernst, diesen vitriolischen Ernst des Wortes Wissenschaft, genau das Spiel des Intellekts mit den Blättern, sozusagen immer, da muss man immer eine Methodologie haben, um Gottes Willen. Ja? Also der Wind hat keine Methodologie, insofern kann der Wind nicht produktiv sein. Und okay, also wir können nicht einverstanden sein darüber, aber das war der letzte Punkt. Also ich denke, das ist ein wirklich guter letzter Punkt. Habe ich auch gedacht. Und, wir haben was Wunderbares für Sie vorbereitet, nämlich den Moment der Türöffnung, hinter der dann der Wein erscheint. Insofern dachte ich mir, dass wir uns bei Herrn Gumbrecht für diese großartige Lecture mit einem Applaus bedanken und uns dann selbst belohnen. Das ist in Ordnung.